Der Einzige und sein Eigentum. Von Max Stirner. Gelesen und ausgewählt von Sven Gertz. Ich hab mein Sach auf nichts gestellt. Was soll nicht alles meine Sache sein? Vor allem die gute Sache. Dann die Sache Gottes. Die Sache der Menschheit. Der Wahrheit. Der Freiheit. Der Humanität. Der Gerechtigkeit. Ferner die Sache meines Volkes. Meines Fürsten. Meines Vaterlandes. Endlich gar die Sache des Geistes und tausend andere Sachen. Nur meine Sache soll niemals meine Sache sein. Pfui über den Egoisten, der nur an sich selbst denkt. Sehen wir denn zu, wie diejenigen es mit ihrer Sache machen, für deren Sache wir arbeiten, uns hingeben und begeistern sollen. Ihr wisst von Gott viel Gründliches zu verkünden und habt Jahrtausende lang die Tiefen der Gottheit erforscht und ihr ins Herz geschaut, sodass ihr uns wohl sagen könnt, wie Gott die Sache Gottes, der wir zu dienen berufen sind, selber betreibt. Und ihr verhehlt es auch nicht, das Treiben des Herrn. Was ist nun seine Sache? Hat er, wie es uns zugemutet wird, eine fremde Sache? Hat er die Sache der Wahrheit, der Liebe zur Seinigen gemacht? Euch empört dies Missverständnis, und ihr belehrt uns, dass Gottes Sache allerdings die Sache der Wahrheit und Liebe sei, dass aber diese Sache keine ihm Fremde genannt werden könne, weil Gott ja selbst die Wahrheit und Liebe sei. Euch empört die Annahme, dass Gott uns armen Würmern gleichen könnte, indem er eine fremde Sache als eigene beförderte. Gott sollte der Sache der Wahrheit sich annehmen, wenn er nicht selbst die Wahrheit wäre. Er sorgt nur für seine Sache. Aber weil er alles in allem ist, darum ist auch alles seine Sache. Wir aber, wir sind nicht alles in allem, und unsere Sache ist gar klein und verächtlich. Darum müssen wir einer höheren Sache dienen. Nun, es ist klar, Gott bekümmert sich nur ums Seine, beschäftigt sich nur mit sich, denkt nur an sich und hat sich im Auge. Wehe allem, was ihm nicht wohlgefällig ist. Er dient keinem Höheren und befriedigt nur sich. Seine Sache ist eine rein egoistische Sache. Wie steht es mit der Menschheit, deren Sache wir zu unsrigen machen sollen? Ist ihre Sache etwa die eines anderen und dient die Menschheit einer höheren Sache? Nein, die Menschheit sieht nur auf sich. Die Menschheit will nur die Menschheit fördern. Die Menschheit ist sich selber ihre Sache. Damit sie sich entwickle, lässt sie Völker und Individuen in ihrem Dienste sich abquellen. Und wenn diese geleistet haben, was die Menschheit braucht, dann werden sie von ihr aus Dankbarkeit auf den Mist der Geschichte geworfen. Ist die Sache der Menschheit nicht eine rein egoistische Sache? Ich brauche gar nicht an jedem, der seine Sache uns zuschieben möchte, zu zeigen, dass es ihm nur um sich, nicht um uns, nur um sein Wohl, nicht um das Unsere zu tun ist. Seht euch die übrigen nur an. Begehrt die Wahrheit, die Freiheit, die Humanität, die Gerechtigkeit etwas anderes, als dass ihr euch enthusiasmiert und ihnen dient? Sie stehen sich alle ausnehmend gut dabei, wenn ihnen Pflicht eifrigst gehuldigt wird. Betrachtet einmal das Volk, das von ergebenen Patrioten geschützt wird. Die Patrioten fallen im blutigen Kampfe oder im Kampfe mit Hunger und Not. Was fragt das Volk danach? Das Volk wird durch den Dünger ihrer Leichen ein blühendes Volk. Die Individuen sind für die große Sache des Volkes gestorben, und das Volk schickt ihnen einige Worte des Dankes nach und hat den Profit davon. Das nenne ich mir einen einträglichen Egoismus. Aber seht doch jenen Sultan an, der für die Seinen so liebreich sorgt. Ist er nicht die pure Uneigennützigkeit selber? Und opfert er sich nicht stündlich für die Seinen? Jawohl, für die Seinen. Versuch es einmal und zeige dich nicht als der Seine, sondern als der Deine.
Du wirst dafür, dass du seinem Egoismus dich entzogst, in den Kerker wandern. Der Sultan hat seine Sache auf nichts als auf sich gestellt. Er ist sich alles in allem, ist sich der Einzige und duldet keinen, der es wagte, nicht einer der Seinen zu sein. Und an diesen glänzenden Beispielen wollt ihr nicht lernen, dass der Egoist am besten fährt? Ich meines Teils nehme mir eine Lehre daran und will, statt jenen großen Egoisten ferner uneigennützig zu dienen, lieber selber der Egoist sein. Gott und die Menschheit haben ihre Sache auf nichts gestellt, auf nichts als auf sich. Stelle ich denn meine Sache gleichfalls auf mich, der ich so gut wie Gott das Nichts von allem anderen, der ich mein Alles, der ich der Einzige bin? Hat Gott, hat die Menschheit, wie ihr versichert, Gehalt genug in sich, um sich alles in allem zu sein? So spüre ich, dass es mir noch weit weniger daran fehlen wird und dass ich über meine Leerheit keine Klage zu führen haben werde. Ich bin nicht nichts im Sinne der Leerheit, sondern das schöpferische Nichts, das Nicht, aus welchem ich selbst als Schöpfer alles schaffe. Fort denn mit jeder Sache, die nicht ganz und gar meine Sache ist. Ihr meint, meine Sache müsste wenigstens die gute Sache sein? Was gut, was böse. Ich bin ja selber meine Sache und ich bin weder gut noch böse. Beides hat für mich keinen Sinn. Das Göttliche ist Gottes Sache, das Menschliche Sache des Menschen. Meine Sache ist weder das Göttliche noch das Menschliche, ist nicht das Wahre, Gute, Rechte, Freie und so weiter, sondern allein das Meinige. Und sie ist keine allgemeine, sondern ist einzig, wie ich einzig bin. Mir geht nichts über mich. Der Mensch. Der Mensch ist dem Menschen das höchste Wesen, sagt Feuerbach. Der Mensch ist nun erst gefunden, sagt Bruno Bauer. Sehen wir uns denn dieses höchste Wesen und diesen neuen Fund genauer an. Ein Menschenleben. Von dem Augenblicke an, wo er das Licht der Welt erblickt, sucht ein Mensch aus ihrem Wirrwarr, in welchem auch er mit allem anderen bunt durcheinander herumgewürfelt wird, sich herauszufinden und sich zu gewinnen. Doch wehrt sich wiederum alles, was mit dem Kinde in Berührung kommt, gegen dessen Eingriffe und behauptet sein eigenes Bestehen. Mithin ist, weil jegliches auf sich hält und zugleich mit anderem in stete Kollision gerät, der Kampf der Selbstbehauptung unvermeidlich. Siegen oder unterliegen. Zwischen beiden Wechselfällen schwankt das Kampfgeschick. Der Sieger wird der Herr, der Unterliegende der Untertan. Jener übt die Hoheit und Hoheitsrechte, dieser erfüllt in Ehrfurcht und Respekt die Untertanenpflichten. Aber Feinde bleiben beide und liegen immer auf der Lauer. Sie lauern einer auf die Schwächen des anderen, Kinder auf die der Eltern und Eltern auf die der Kinder. Zum Beispiel ihre Furcht. Der Stock überwindet entweder den Menschen oder der Mensch überwindet den Stock. Im Kindesalter nimmt die Befreiung den Verlauf, dass wir auf den Grund der Dinge oder hinter die Dinge zu kommen suchen. Daher lauschen wir allen ihre Schwächen ab, wofür bekanntlich Kinder einen sicheren Instinkt haben. Daher zerbrechen wir gerne, durchstöbern gern verborgene Winkel, spähen nach dem Verhüllten und Entzogenen und versuchen uns an allem. Sind wir erst dahinter gekommen, so wissen wir uns sicher. Sind wir zum Beispiel dahinter gekommen, dass die Rute zu schwach ist gegen unseren Trotz, so fürchten wir sie nicht mehr, sind ihr entwachsen. Hinter der Rute steht, mächtiger als sie, unser Trotz, unser trotziger Mut. Wir kommen Gemach hinter alles, was uns unheimlich und nicht geheuer war. Hinter die unheimlich gefürchtete Macht der Rute, der strengen Miene des Vaters und so weiter.
Und hinter allem finden wir unsere Ataraxie. Das heißt Unerschütterlichkeit, Unerschrockenheit, unsere Gegengewalt, Übermacht, Unbezwingbarkeit. Was uns erst Furcht und Respekt einflößte, davor ziehen wir uns nicht mehr scheu zurück, sondern fassen Mut. Hinter allem finden wir unseren Mut, unsere Überlegenheit. Hinter dem barschen Befehl der Vorgesetzten und Eltern steht doch unser mutiges Belieben oder unsere überlistete Klugheit. Und je mehr wir uns fühlen, desto kleiner erscheint, was zuvor unüberwindlich dünkte. Und was ist unsere List? Klugheit? Mut? Trotz? Was sonst als Geist? Eine geraume Zeit hindurch bleiben wir mit einem Kampfe, der uns später so sehr in Atem setzt, verschont mit dem Kampfe gegen die Vernunft. Die schönste Kindheit geht vorüber, ohne dass wir nötig hätten, uns mit der Vernunft herumzuschlagen. Wir kümmern uns gar nicht um sie, lassen uns mit ihr nicht ein, nehmen keine Vernunft an. Durch Überzeugung bringt man uns zu nichts. Und gegen die guten Gründe, Grundsätze und so weiter sind wir taub. Liebkosungen, Züchtigungen und Ähnlichem widerstehen wir dagegen schwer. Dieser saure Lebenskampf mit der Vernunft tritt erst später auf und beginnt eine neue Phase. In der Kindheit tummeln wir uns, ohne viel zu grübeln. Geist heißt die erste Selbstfindung, die erste Entgötterung des Göttlichen, das heißt des Unheimlichen, des Spuks, der oberen Mächte. Unserem frischen Jugendgefühl, diesem Selbstgefühl, imponiert nun nichts mehr. Die Welt ist in Verruf erklärt, denn wir sind über ihr, sind Geist. Jetzt erst sehen wir, dass wir die Welt bisher gar nicht mit Geist angeschaut haben, sondern nur angestiert. An Naturgewalten üben wir unsere ersten Kräfte. Eltern imponieren uns als Naturgewalt. Später heißt es, Vater und Mutter sei zu verlassen, alle Naturgewalt für gesprengt zu erachten. Sie sind überwunden. Für den vernünftigen, das heißt geistigen Menschen, gibt es keine Familie als Naturgewalt. Es zeigt sich eine Absagung von Eltern, Geschwistern und so weiter. Werden diese als geistige, vernünftige Gewalten wiedergeboren, so sind sie durchaus nicht mehr das, was sie vorher waren. Und nicht bloß die Eltern, sondern die Menschen überhaupt werden von dem jungen Menschen besiegt. Sie sind ihm kein Hindernis und werden nicht berücksichtigt. Denn heißt es nun, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Alles Irdische weicht unter diesem hohen Standpunkte in verächtliche Ferne zurück. Denn der Standpunkt ist der himmlische. Die Haltung hat sich nun durchaus umgekehrt. Der Jüngling nimmt ein geistiges Verhalten an, während der Knabe, der sich noch nicht als Geist fühlte, in einem geistlosen Lernen aufwuchs. Jener sucht nicht der Dinge habhaft zu werden, zum Beispiel nicht die Geschichtsdata in seinen Kopf zu bringen, sondern der Gedanken, die in den Dingen verborgen liegen. Also zum Beispiel des Geistes der Geschichte. Der Knabe hingegen versteht wohl Zusammenhänge, aber nicht Ideen, den Geist. Daher reiht er Lernbares an Lernbares, ohne a priori und theoretisch zu verfahren, das heißt, ohne nach Ideen zu suchen. Hatte man in der Kindheit den Widerstand der Weltgesetze zu bewältigen, so stößt man nun bei allem, was man vorhat, auf eine Einrede des Geistes, der Vernunft, des eigenen Gewissens. Das ist unvernünftig, unchristlich, unpatriotisch und dergleichen, ruft uns das Gewissen zu und schreckt uns davon ab. Nicht die Macht der rächenden Eumeniden, nicht den Zorn des Poseidon, nicht den Gott, sofern er auch das Verborgene sieht, nicht die Strafrute des Vaters fürchten wir, sondern das Gewissen. Wir hängen nun unseren Gedanken nach und folgen ebenso ihren Geboten,
wie wir vorher den elterlichen Menschlichen folgten. Unsere Taten richten sich nach unseren Gedanken, Ideen, Vorstellungen, Glauben, wie in der Kindheit nach den Befehlen der Eltern. Indes gedacht haben wir auch schon als Kinder und waren unsere Gedanken keine fleischlosen, abstrakten, absoluten, das heißt nichts als Gedanken, ein Himmel für sich, eine reine Gedankenwelt, logische Gedanken. Im Gegenteil, waren es nur Gedanken gewesen, die wir uns über eine Sache machten. Wir dachten uns das Ding so oder so. Wir dachten also wohl, die Welt, die wir da sehen, hat Gott gemacht. Aber wir dachten, erforschten nicht die Tiefen der Gottheit selber. Wir dachten wohl, das ist das Wahre an der Sache. Aber wir dachten nicht das Wahre oder die Wahrheit selbst und verbanden nicht zu einem Satze, Gott ist die Wahrheit. Die Tiefen der Gottheit, welche die Wahrheit ist, berührten wir nicht. Bei solchen rein logischen, das heißt theologischen Fragen, was ist Wahrheit, hält sich Pilatus nicht auf, wenngleich er im einzelnen Falle darum nicht zweifelt zu ermitteln, was Wahres an der Sache ist. Das heißt, ob die Sache wahr ist. Jeder an eine Sache gebundene Gedanke ist noch nichts als Gedanke, absoluter Gedanke. Den reinen Gedanken zutage zu fördern oder ihm anzuhängen, das ist Jugendlust. Und alle Lichtgestalten der Gedankenwelt wie Wahrheit, Freiheit, Menschentum, der Mensch und so weiter erleuchten und begeistern die jugendliche Seele. Ist aber der Geist als das Wesentliche erkannt, so macht es doch einen Unterschied, ob der Geist arm oder reich ist. Und man sucht deshalb auch reich an Geist zu werden. Es will der Geist sich ausbreiten, sein Reich zu gründen, ein Reich, das nicht von dieser Welt ist, der eben Überwundenen. So sehnt er sich denn, alles in allem zu werden, das heißt, obgleich ich Geist bin, bin ich doch nicht vollendeter Geist und muss den vollkommenen Geist erst suchen. Damit verliere ich aber, der ich mich soeben als Geist gefunden hatte, sogleich mich wieder, indem ich vor dem vollkommenen Geiste als einem mir nicht eigenen, sondern jenseitigen mich beuge und meine Leerheit fühle. Auf Geist kommt zwar alles an, aber ist auch jeder Geist der rechte Geist? Der rechte und wahre Geist ist das Ideal des Geistes, der Heilige Geist. Er ist nicht mein oder dein Geist, sondern eben ein idealer, jenseitiger. Er ist Gott. Gott ist Geist. Und dieser jenseitige Vater im Himmel gibt ihn denen, die ihn bitten. Den Mann scheidet es vom Jünglinge, dass er die Welt nimmt, wie sie ist, statt sie überall im Argen zu wähnen und verbessern, das heißt nach seinem Ideale modeln zu wollen. In ihm befestigt sich die Ansicht, dass man mit der Welt nach seinem Interesse verfahren müsse, nicht nach seinen Idealen. Solange man sich nur als Geist weiß und all seinen Wert darin legt, Geist zu sein, dem Jünglinge wird es leicht, sein Leben, das Leibliche, für nichts hinzugeben, für die albernste Ehrenkränkung. Solange hat man nur Gedanken, Ideen, die man einst, wenn man einen Wirkungskreis gefunden, verwirklichen zu können hofft. Man hat also einstweilen nur Ideale, unvollzogene Ideen oder Gedanken. Erst dann, wenn man sich leibhaftig liebgewonnen und an sich, wie man leibt und lebt, eine Lust hat, so aber findet sich's im reifen Alter beim Manne. Erst dann hat man ein persönliches oder egoistisches Interesse, das heißt ein Interesse nicht etwa nur unseres Geistes, sondern totaler Befriedigung. Befriedigung des ganzen Kerls. Ein eigennütziges Interesse. Vergleicht doch einmal einen Mann mit einem Jünglinge, ob er euch nicht härter, ungroßmütiger, eigennütziger erscheinen wird. Ist er darum schlechter? Ihr sagt nein. Er sei nur bestimmter oder, wie ihr es auch nennt, praktischer geworden. Hauptsache jedoch ist dies,
dass er sich mehr zum Mittelpunkt macht als der Jüngling, der für anderes, zum Beispiel Gott, Vaterland und dergleichen schwärmt. Darum zeigt der Mann eine zweite Selbstfindung. Der Jüngling fand sich als Geist und verlor sich wieder an den allgemeinen Geist, den vollkommenen Heiligen Geist, den Menschen, die Menschheit, kurz alle Ideale. Der Mann findet sich als leibhaftigen Geist. Knaben hatten nur ungeistige, das heißt gedankenlose und ideenlose, Jünglinge nur geistige Interessen. Der Mann hat leibhaftige, persönliche, egoistische Interessen. Wenn das Kind nicht einen Gegenstand hat, mit welchem es sich beschäftigen kann, so fühlt es Langeweile. Denn mit sich weiß es, sich noch nicht zu beschäftigen. Umgekehrt wirft der Jüngling den Gegenstand auf die Seite, weil ihm Gedanken aus dem Gegenstande aufgingen. Er beschäftigt sich mit seinen Gedanken, seinen Träumen, beschäftigt sich geistig oder sein Geist ist beschäftigt. Alles Nicht-Geistige befasst der junge Mensch unter dem verächtlichen Namen der Äußerlichkeiten. Wenn er gleichwohl an den kleinlichsten Äußerlichkeiten haftet, zum Beispiel Burschikosen und anderen Formalitäten, so geschieht es, weil und wenn er in ihnen Geist entdeckt, das heißt, wenn sie ihm Symbole sind. Wie ich mich hinter den Dingen finde, und zwar als Geist, so muss ich mich später auch hinter den Gedanken finden, nämlich als ihr Schöpfer und Eigner. In der Geisterzeit wuchsen mir die Gedanken über den Kopf, dessen Geburten sie doch waren. Wie Fieberfantasien umschwebten und erschütterten sie mich, eine schauervolle Macht. Die Gedanken waren für sich selbst leibhaftig geworden, waren Gespenster wie Gott, Kaiser, Papst, Vaterland und so weiter. Zerstöre ich ihre Leibhaftigkeit, so nehme ich sie in die meinige zurück und sage, ich allein bin leibhaftig. Und nun nehme ich die Welt als das, was sie mir ist, als die meinige, als mein Eigentum. Ich beziehe alles auf mich. Stieß ich als Geist die Welt zurück, in tiefster Weltverachtung, so stoße ich als Eigner die Geister oder Ideen zurück in ihre Eitelkeit. Sie haben keine Macht mehr über mich, wie über den Geist keine Gewalt der Erde eine Macht hat. Das Kind war realistisch, in den Dingen dieser Welt befangen, bis ihm nach und nach hinter eben diese Dinge zu kommen gelang. Der Jüngling war idealistisch, von Gedanken begeistert, bis er sich zum Manne hinaufarbeitete, dem Egoistischen, der mit den Dingen und Gedanken nach Herzenslust gebahrt und sein persönliches Interesse über alles setzt. Endlich der Greis? Wenn ich einer werde, so ist noch Zeit genug, davon zu sprechen. Die Eigenheit. Lechzt der Geist nicht nach Freiheit? Ach, mein Geist nicht allein. Auch mein Leib lechzt stündlich danach. Wenn meine Nase vor der duftenden Schlossküche meinem Gaumen von den schmackhaften Gerichten erzählt, die darin zubereitet werden, da fühlt er bei seinem trockenen Brot ein fürchterliches Schmachten. Wenn meine Augen dem schwieligen Rücken von weichen Dunen sagen, auf denen sich's lieblicher liegt als auf seinem zusammengedrückten Stroh, da fasst ihn ein verbissener Grimm. Wenn, doch verfolgen wir die Schmerzen nicht weiter. Und das nennst du eine Freiheitssehnsucht? Wovon willst du denn frei werden? Von deinem Kommissbrot und deinem Strohlager? So wirf es weg. Damit aber scheint dir nicht gedient zu sein. Du willst vielmehr die Freiheit haben, köstliche Speisen und schwellende Betten zu genießen. Sollen die Menschen dir diese Freiheit geben? Sollen sie dir es erlauben? Du hoffst das nicht von ihrer Menschenliebe, weil du weißt, sie denken alle wie du. Jeder ist sich selbst der Nächste. Wie willst du also zum Genuss jener Speisen und Betten kommen? Doch wohl nicht anders, als wenn du sie zu deinem Eigentum machst.
Du willst, wenn du es recht bedenkst, nicht die Freiheit, all diese schönen Sachen zu haben. Denn mit der Freiheit dazu hast du sie noch nicht. Du willst sie wirklich haben, willst sie dein nennen und als dein Eigentum besitzen. Was nützt dir auch eine Freiheit, wenn sie nichts einbringt? Und würdest du von allem frei, so hättest du eben nichts mehr, denn die Freiheit ist inhaltsleer. Wer sie nicht zu benutzen weiß, für den hat sie keinen Wert, diese unnütze Erlaubnis. Wie ich sie aber benutze, das hängt von meiner Eigenheit ab. Ich habe gegen die Freiheit nichts einzuwenden, aber ich wünsche dir mehr als Freiheit. Du müsstest nicht bloß los sein, was du nicht willst. Du müsstest auch haben, was du willst. Du müsstest nicht nur ein Freier, du müsstest auch ein Eigner sein. Frei? Wovon? Oh, was lässt sich nicht alles abschütteln? Das Joch der Leibeigenschaft, der Oberherrlichkeit der Aristokratie und Fürsten, die Herrschaft der Begierden und Leidenschaften, ja selbst die Herrschaft des eigenen Willens, des Eigenwillens, die vollkommenste Selbstverleugnung ist ja nichts als Freiheit. Freiheit nämlich von der Selbstbestimmung, vom eigenen Selbst und der Drang nach Freiheit als nach etwas Absolutem, jedes Preises würdigem, brachte uns um die Eigenheit. Er schuf die Selbstverleugnung. Je freier ich indes werde, desto mehr Zwang türmt sich vor meinen Augen auf, desto ohnmächtiger fühle ich mich. Der unfreie Sohn der Wildnis empfindet noch nichts von all den Schranken, die einen gebildeten Menschen bedrängen. Er dünkt sich freier als dieser. In dem Maße, als ich mir Freiheit erringe, schaffe ich mir neue Grenzen und neue Aufgaben. Habe ich die Eisenbahnen erfunden, so fühle ich mich wieder schwach, weil ich noch nicht dem Vogel gleich die Lüfte durchsegeln kann. Und habe ich ein Problem, dessen Dunkelheit meinen Geist beängstigte, gelöst, so erwarten mich schon unzählige andere, deren Rätselhaftigkeit meinen Fortschritt hemmt, meinen freien Blick verdüstert, die Schranken meiner Freiheit mir schmerzlich fühlbar macht. Nun ihr frei worden seid von der Sünde, seid ihr Knechte worden der Gerechtigkeit? Die Republikaner in ihrer weiten Freiheit, werden sie nicht Knechte des Gesetzes? Wie sehnten sich alle Zeit, die wahren Christenherzen frei zu werden, wie schmachteten sie, von den Banden dieses Erdenlebens sich erlöst zu sehen. Sie schauten nach dem Lande der Freiheit aus. Das Jerusalem da droben ist, das ist die Freie, die ist unser aller Mutter. Der Brief an die Galater, 4. Kapitel, Vers 26. Frei sein von etwas heißt nur ledig oder los sein. Er ist frei von Kopfweh, ist gleich mit, er ist es los. Er ist frei von diesem Vorurteil, ist gleich mit, er hat es nie gefasst oder er ist es losgeworden. Im Los vollenden wir die vom Christentum empfohlene Freiheit, im Sündlos, Gottlos, Sittenlos und so weiter. Freiheit ist die Lehre des Christentums. Ihr, lieben Brüder, seid zur Freiheit berufen. Also redet und also tut, als die da sollen durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden. Müssen wir etwa, weil die Freiheit als ein christliches Ideal sich verrät, sie aufgeben? Nein, nichts soll verloren gehen, auch die Freiheit nicht. Aber sie soll unser eigen werden. Und das kann sie in der Form der Freiheit nicht. Welch ein Unterschied zwischen Freiheit und Eigenheit. Gar vieles kann man loswerden. Alles wird man doch nicht los. Von vielem wird man frei, von allem nicht. Innerlich kann man trotz des Zustandes der Sklaverei frei sein, obwohl auch wieder nur von allerlei, nicht von allem. Aber von der Peitsche, der gebieterischen Laune und so weiter des Herrn wird man als Sklave nicht frei. Freiheit lebt nur in dem Reich der Träume. Dagegen Eigenheit, das ist mein ganzes Wesen und Dasein. Das bin ich selbst.
Frei bin ich von dem, was ich los bin. Eigner von dem, was ich in meiner Macht habe oder dessen ich mächtig bin. Mein Eigen bin ich jederzeit und unter allen Umständen, wenn ich mich zu haben verstehe und nicht an andere wegwerfe. Das Freie Sein kann ich nicht wahrhaft wollen, weil ich es nicht machen, nicht erschaffen kann. Ich kann es nur wünschen und danach trachten, denn es bleibt ein Ideal, ein Spuk. Die Fesseln der Wirklichkeit schneiden jeden Augenblick in mein Fleisch, die schärfsten Striemen. Mein Eigen aber bleibe ich. Einem Gebieter Leibeigen hingegeben, denke ich nur an mich und meinen Vorteil. Seine Schläge treffen mich zwar, ich bin nicht frei davon, aber ich erdulde sie nur zu meinem Nutzen, etwa um ihn durch den Schein der Geduld zu täuschen und sicher zu machen, oder auch um nicht durch Widersetzlichkeit Ärgeres mir zuzuziehen. Da ich aber mich und meinen Eigennutz im Auge behalte, so fasse ich die nächste gute Gelegenheit beim Schopfe, den Sklavenbesitzer zu zertreten. Dass ich dann von ihm und seiner Peitsche frei werde, das ist nur die Folge meines vorangegangenen Egoismus. Man sagt hier vielleicht, ich sei auch im Stande der Sklaverei frei gewesen, nämlich an sich oder innerlich. Allein an sich ist nicht wirklich frei. Und innerlich, nicht äußerlich. Eigen hingegen, mein Eigen, war ich ganz und gar, innerlich und äußerlich. Von den Folterqualen und Geißelhieben ist mein Leib nicht frei unter der Herrschaft eines grausamen Gebieters, aber meine Knochen sind es, welche unter der Tortur ächzen, meine Fibern zucken unter den Schlägen und ich ächzte, weil mein Leib ächzt. Dass ich seufze und erzittere, beweist, dass ich noch bei mir, dass ich noch mein Eigen bin. Mein Bein ist nicht frei von dem Prügel des Herrn, aber es ist mein Bein und ist unentreißbar. Ich reiße mir es aus und sehe zu, ob er noch mein Bein hat. Nichts behält er in der Hand als den Leichnam meines Beines, der so wenig mein Bein ist, dass ein toter Hund noch ein Hund ist. Ein Hund hat ein pulsierendes Herz, ein sogenannter toter Hund hat keines und ist darum kein Hund mehr. Meint man, dass ein Sklave doch innerlich frei sein könnte, so sagt man in der Tat nur das Unbestreitbarste und Trivialste. Denn wer wird wohl behaupten, dass irgendein Mensch ohne alle Freiheit sei? Wenn ich ein Augendiener bin, kann ich darum nicht von unzähligen Dingen frei sein, zum Beispiel vom Glauben an Zeus, von Ruhm, Begierde und dergleichen? Warum also sollte ein gepeitschter Sklave nicht auch innerlich frei sein können von unchristlicher Gesinnung, von Feindeshass und so weiter? Er ist dann eben christlich frei, ist das Unchristliche los. Aber ist er absolut frei, von allem frei? Zum Beispiel von christlichen Wahne oder vom körperlichen Schmerze und so weiter. Inzwischen scheint dies alles mehr gegen Namen als gegen die Sache gesagt zu sein. Ist aber der Name gleichgültig und hat nicht stets ein Wort, ein Schibbolet, die Menschen begeistert und betört? Doch zwischen der Freiheit und der Eigenheit liegt auch noch eine tiefere Kluft als die bloße Wortdifferenz. Alle Welt verlangt nach Freiheit, alle sehnen ihr Reich herbei. O bezaubernd schöner Traum von einem blühenden Reiche der Freiheit, einem freien Menschengeschlechte. Wer hätte ihn nicht geträumt? So sollen die Menschen frei werden, ganz frei, von allem Zwange frei. Von allem Zwange, wirklich von allem? Sollen sie sich selbst niemals mehr Zwang antun? Ach ja, das wohl, das ist ja gar kein Zwang. Nun, so sollen sie doch frei werden vom religiösen Glauben, von den strengen Pflichten der Sittlichkeit, von der Unerbittlichkeit des Gesetzes, von, welch fürchterliches Missverständnis. Nun, wovon sollen sie denn frei werden? Und wovon nicht?
Der liebliche Traum ist zerronnen. Erwacht reibt man die halb geöffneten Augen und starrt den prosaischen Frager an. Wovon die Menschen frei werden sollen? Von der Bildgläubigkeit, ruft der eine. Ei was, schreit ein anderer. Aller Glaube ist Blindgläubigkeit. Sie müssen von allem Glauben frei werden. Nein, nein, um Gottes Willen, fährt der Erste wieder los. Werft nicht allen Glauben von euch, sonst bricht die Macht der Brutalität herein. Wir müssen, lässt sich ein Dritter vernehmen, die Republik haben und von allen gebietenden Herren frei werden. Damit ist nichts geholfen, sagt ein Vierter. Wir kriegen dann nur einen neuen Herrn, eine herrschende Majorität. Vielmehr lasst uns von der schrecklichen Ungleichheit uns befreien. O unselige Gleichheit, höre ich dein pöbelhaftes Gebrüll schon wieder? Wie hatte ich so schön noch eben von einem Paradiese der Freiheit geträumt, und welche Frechheit und Zügellosigkeit erhebt jetzt ihr wildes Geschrei? So klang der Erste und rafft sich auf, um das Schwert zu ergreifen gegen die maßlose Freiheit. Bald hören wir nichts mehr als das Schwertergeklirr der uneinigen Freiheitsträumer. Der Freiheitsdrang lief zu jeder Zeit auf das Verlangen nach einer bestimmten Freiheit hinaus, zum Beispiel Glaubensfreiheit. Das heißt, der gläubige Mensch wollte frei und unabhängig werden. Wovon? Etwa vom Glauben? Nein, sondern von den Glaubensinquisitoren. So jetzt politische oder bürgerliche Freiheit. Der Bürger will frei werden, nicht vom Bürgertum, sondern von Beamtenherrschaft, Fürstenwillkür und dergleichen. Fürst Metternich sagte einmal, er habe einen Weg gefunden, der für alle Zukunft auf dem Pfad der echten Freiheit zu leiten geeignet sei. Der Graf von Provence lief gerade zu der Zeit aus Frankreich fort, als er sich dazu anließ, das Reich der Freiheit zu stiften, und sagte, »Meine Gefangenschaft war mir unerträglich geworden. Ich hatte nur eine Leidenschaft, das Verlangen nach Freiheit. Ich dachte nur an sie.« Der Drang nach einer bestimmten Freiheit schließt stets die Absicht auf eine neue Herrschaft ein, wie denn die Revolution zwar ihren Verteidigern das erhebende Gefühl geben konnte, dass sie für die Freiheit kämpften, in Wahrheit aber nur, weil man auf eine bestimmte Freiheit, darum auf eine neue Herrschaft, die Herrschaft des Gesetzes, ausging. Freiheit wollt ihr alle. Ihr wollt die Freiheit. Warum schachert ihr denn um ein mehr oder weniger? Die Freiheit kann nur die ganze Freiheit sein. Ein Stück Freiheit ist nicht die Freiheit. Ihr verzweifelt daran, dass die ganze Freiheit, die Freiheit von allem zu gewinnen sei. Ja, ihr haltet's für Wahnsinn, sie auch nur zu wünschen. Nun, so lasst ab, dem Phantome nachzujagen, und verwendet eure Mühe auf etwas Besseres als auf das Unerreichbare. Ja, es gibt aber nichts Besseres als die Freiheit. Was habt ihr denn, wenn ihr die Freiheit habt, nämlich? Denn von euren brockenweißen Freiheitsstückchen will ich hier nicht reden. Die vollkommene Freiheit? Dann seid ihr alles. Alles los, was euch geniert. Und es gäbe wohl nichts, was euch nicht einmal im Leben genierte und unbequem fiele. Und um wes Willen wolltet ihr es denn los sein? Doch wohl um euretwillen. Darum, weil es euch im Wege ist. Wäre euch aber etwas nicht unbequem, sondern im Gegenteil ganz recht, zum Beispiel der, wenn auch sanft, doch unwiderstehlich gebietende Blick eurer Geliebten, da würdet ihr nicht ihn los und davon frei sein wollen. Warum nicht? Wieder um euretwillen. Also euch nehmt ihr zum Maße und Richter über alles. Ihr lasst die Freiheit gerne laufen, wenn euch die Unfreiheit, der süße Liebesdienst, behagt. Und ihr holt euch eurer Freiheit gelegentlich wieder, wenn sie euch besser zu behagen anfängt. Vorausgesetzt nämlich, worauf es an dieser Stelle nicht ankommt, dass ihr euch nicht vor einer solchen Repeal der Union aus anderen, etwa religiösen Gründen fürchtet.
Warum wollt ihr nun den Mut nicht fassen, euch wirklich ganz und gar zum Mittelpunkt und zur Hauptsache zu machen? Warum nach der Freiheit schnappen, eurem Traume? Seid ihr euer Traum? Fragt nicht erst bei euren Träumen, euren Vorstellungen, euren Gedanken an, denn das ist alles hohle Theorie. Fragt euch und fragt nach euch. Das ist praktisch. Und ihr sollt ja gerne praktisch sein. Da lauscht aber der eine, was wohl sein Gott, natürlich das, was er sich bei dem Namen Gott denkt, ist sein Gott, dazu sagen wird. Und ein anderer, was wohl sein sittliches Gefühl, sein Gewissen, sein Pflichtgefühl darüber bestimmte. Und ein dritter berechnet, was die Leute davon denken werden. Und wenn so jeder seinen Herrgott, die Leute sind ein ebenso guter, ja noch kompakterer Herrgott als der jenseitige und eingebildete Vox Populi, Vox Dei, gefragt hat, dann schickt er sich in den Willen seines Herrn und hört gar nicht mehr darauf, was er selber gerne sagen und beschließen möchte. Darum wendet euch lieber an euch als an eure Götter oder Götzen. Bringt aus euch heraus, was in euch steckt, bringt's zutage. Bringt euch zur Offenbarung. Wie einer nur aus sich handelt und nach nichts weiter fragt, das haben die Christen in Gott zur Vorstellung gebracht. Er handelt, wie es ihm gefällt. Und der törichte Mensch, der es gerade so machen könnte, soll stattdessen handeln, wie es Gott gefällt. Sagt man, auch Gott verfahre nach ewigen Gesetzen, so passt auch das auf mich, da auch ich nicht aus meiner Haut fahren kann, sondern an meiner ganzen Natur, das heißt an mir mein Gesetz habe. Aber man braucht euch nur an euch zu mahnen, um euch gleich zur Verzweiflung zu bringen. Was bin ich? So fragt sich jeder von euch. Ein Abgrund von Regel- und gesetzlosen Trieben, Begierden, Wünschen, Leidenschaften. Ein Chaos ohne Licht und Leitsterne. Wie soll ich, wenn ich ohne Rücksicht auf Gottes Gebote oder auf die Pflichten, welche die Moral vorschreibt, ohne Rücksicht auf die Stimme der Vernunft, welche im Lauf der Geschichte nach bitteren Erfahrungen das Beste und Vernünftigste zum Gesetz erhoben hat, lediglich mich frage, eine richtige Antwort erhalten? Meine Leidenschaft würde mir gerade zum Unsinnigsten raten. So hält jeder sich selbst für den Teufel. Denn hielte er sich, sofern er um Religion und so weiter unbekümmert ist, nur für ein Tier, so fände er leicht, dass das Tier, das doch nur seinem Antriebe, gleichsam seinem Rate folgt, sich nicht zum Unsinnigsten rät und treibt, sondern sehr richtige Schritte tut. Allein die Gewohnheit religiöser Denkungsart hat unseren Geist so arg befangen, dass wir vor uns in unserer Nacktheit und Natürlichkeit erschrecken. Sie hat uns so erniedrigt, dass wir uns für erbsündlich, für geborene Teufel halten. Natürlich fällt euch sogleich ein, dass euer Beruf erheische, das Gute zu tun, das Sittliche, das Rechte. Wie kann nun, wenn ihr euch fragt, was zu tun sei, die rechte Stimme aus euch heraufschallen, die Stimme, welche den Weg des Guten, Rechten, Wahren und so weiter zeigt? Wie stimmt Gott und Belial? Was würdet ihr aber denken, wenn euch einer erwiderte, dass man auf Gott, Gewissen, Pflichten, Gesetze und so weiter hören solle? Das seien Flausen, mit denen man euch Kopf und Herz vollgepfropft und euch verrückt gemacht habe. Und wenn ihr euch früge, woher ihr es denn so sicher wisst, dass die Naturstimme eine Verführerin sei? Und wenn ihr euch gar zumutete, die Sache umzukehren und geradezu die Gott- und Gewissensstimme für Teufelswerk zu halten. Solche heillose Menschen gibt's. Wie werdet ihr mit ihnen fertig werden? Auf eure Pfaffen, Eltern und guten Menschen könnt ihr euch nicht berufen, denn die werden eben als eure Verführer von jenen bezeichnet, als die wahren Jugendverführer und Jugendverderber, die das Unkraut der Selbstverachtung und Gottesverehrung emsig aussäen, die jungen Herzen verschlemmen und die jungen Köpfe verdummen. Jene nun fahren aber fort und fragen,
Um wes Willen bekümmert ihr euch um Gottes und die anderen Gebote? Ihr meint doch nicht, dass dies bloß aus Gefälligkeit gegen Gott geschehe. Nein, ihr tut's wieder um euretwillen. Also auch hier seid ihr die Hauptsache. Und jeder muss sich sagen, ich bin mir alles und ich tue alles meinethalben. Würde euch's jemals klar, dass euch der Gott, die Gebote und so weiter nur schaden, dass sie euch verkürzen und verderben? Gewiss. Ihr würfelt sie von euch. Gerade wie die Christen einst den Apollo oder die Minerva oder die heidnische Moral verdammten. Sie stellten freilich Christus und hernach die Maria sowie eine christliche Moral an die Stelle, aber sie taten das auch um ihres Seelenheils willen, also aus Egoismus und Eigenheit. Und dieser Egoismus, diese Eigenheit war's, durch die sie die alte Götterwelt los und von ihr frei wurden. Die Eigenheit erschuf eine neue Freiheit, denn die Eigenheit ist die Schöpferin von allem, wie schon längst die Genialität eine bestimmte Eigenheit, die stets Originalität ist, als die Schöpferin neuer weltgeschichtlicher Produktionen angesehen wird. Soll's einmal doch die Freiheit gelten mit eurem Streben, nun so erschöpft ihre Forderungen. Wer soll denn frei werden? Du? Ich? Wir? Wovon frei? Von allem, was nicht du, nicht ich, nicht wir ist. Ich also bin der Kern, der aus allen Verhüllungen erlöst, von allen beengenden Schalen befreit werden soll. Was bleibt übrig, wenn ich von allem, was ich nicht bin, befreit worden? Nur ich. Und nichts als ich. Diesem Ich selber aber hat die Freiheit nichts zu bieten. Was nun weiter geschehen soll, nachdem ich frei geworden, darüber schweigt die Freiheit, wie unsere Regierungen den Gefangenen nach abgelaufener Haftzeit nur entlassen und in die Verlassenheit hinausstoßen. Warum nun, wenn die Freiheit doch dem Ich zuliebe erstrebt wird, warum nun nicht das Ich selber zu Anfang, Mitte und Ende wählen? Bin ich nicht mehr wert als die Freiheit? Bin ich es nicht, der ich mich frei mache? Bin ich nicht das Erste? Auch unfrei, auch in tausend Fesseln geschlagen, bin ich doch. Und ich bin nicht etwa erst zukünftig und auf Hoffnung vorhanden wie die Freiheit, sondern ich bin auch als Verworfenster der Sklaven gegenwärtig. Bedenkt das wohl und entscheidet euch, ob ihr auf eure Fahne den Traum der Freiheit oder den Entschluss des Egoismus, der Eigenheit stecken wollt. Die Freiheit weckt euren Grimm gegen alles, was ihr nicht seid. Der Egoismus ruft euch zur Freude über euch selbst, zum Selbstgenusse. Die Freiheit ist und bleibt eine Sehnsucht, ein romantischer Klagelaut, eine christliche Hoffnung auf Jenseitigkeit und Zukunft. Die Eigenheit ist eine Wirklichkeit, die von selbst gerade so viel Unfreiheit beseitigt, dass euch innerlich den eigenen Weg versperrt. Von dem, was euch nicht stört, werdet ihr euch nicht lossagen wollen. Und wenn es euch zu stören anfängt, nun so wisst ihr, dass ihr euch mehr gehorchen müsstet, denn den Menschen. Die Freiheit lehrt nur, macht euch los, entledigt euch alles Lästigen. Sie lehrt euch nicht, wer ihr selbst seid. Los, los, so tönt ihr Losungswort, und ihr, begierig ihrem Rufe folgend, werdet euch selbst sogar los, verleugnet euch selbst. Die Eigenheit aber ruft euch zu euch selbst zurück. Sie spricht, komm zu dir. Unter der Ägide der Freiheit werdet ihr vielerlei los, aber Neues bekommt euch wieder. Den Bösen seid ihr los, das Böse ist geblieben. Als Eigene seid ihr wirklich alles los, und was euch anhaftet, das habt ihr angenommen. Das ist eure Wahl und euer Belieben. Der Eigene ist der geborene Freie, der Freie von Haus aus. Der Freie dagegen nur der Freiheitssüchtige, der Träumer und Schwärmer. Jener ist ursprünglich frei,
weil er nichts als sich anerkennt. Er braucht sich nicht erst zu befreien, weil er von vornherein alles außer sich verwirft, weil er nichts mehr schätzt als sich, nichts höher anschlägt, kurz, weil er von sich ausgeht und zu sich kommt. Befangen im kindlichen Respekt arbeitet er gleichwohl schon daran, aus dieser Befangenheit sich zu befreien. Die Eigenheit arbeitet in dem kleinen Egoisten und verschafft ihm die begehrte Freiheit. Jahrtausende der Kultur haben euch verdunkelt, was ihr seid, haben euch glauben gemacht, ihr seid keine Egoisten, sondern zu Idealisten, zu guten Menschen berufen. Schüttelt das doch ab. Suchet nicht die Freiheit, die euch gerade um euch selbst bringt, in der Selbstverleugnung, sondern suchet euch selbst. Werdet Egoisten. Werde jeder von euch ein allmächtiges Ich. Oder deutlicher, erkennet euch nur wieder. Erkennet nur, was ihr wirklich seid. Und lasst eure heuchlerischen Bestrebungen fahren, eure törichte Sucht, etwas anderes zu sein, als ihr seid. Heuchlerisch nenne ich jene, weil ihr doch alle diese Jahrtausende Egoisten geblieben seid, aber schlafende, sich selbst betrügende, verrückte Egoisten. Ihr Selbstpeiniger. Noch niemals hat eine Religion der Versprechungen und Verheißungen entraten können, mögen sie aufs Jenseits oder Diesseits verweisen, langes Leben und so weiter. Denn lohnsüchtig ist der Mensch und umsonst tut er nichts. Aber jenes, das Gute um des Guten willen tun, ohne Aussicht auf Belohnung, als ob nicht auch hier in der Befriedigung, die es gewähren soll, der Lohn enthalten wäre. Also auch die Religion ist auf unseren Egoismus gegründet und sie beutet ihn aus. Berechnet auf unsere Begierden, erstickt sie viele andere um einer willen. Dies gibt denn die Erscheinung des betrogenen Egoismus, wo ich nicht mich befriedige, sondern eine meiner Begierden, zum Beispiel den Glückseligkeitstrieb. Die Religion verspricht mir das höchste Gut, dies zu gewinnen, achte ich auf keine andere meiner Begierden mehr und sättige sie nicht. All euer Tun und Treiben ist uneingestandener, heimlicher, verdeckter und versteckter Egoismus. Aber weil Egoismus, den ihr euch nicht gestehen wollt, den ihr euch selbst verheimlicht, also nicht offenbarer und offenkundiger, mithin unbewusster Egoismus. Warum ist er nicht Egoismus, sondern Knechtschaft, Dienst, Selbstverleugnung? Ihr seid Egoisten und ihr seid es nicht, indem ihr den Egoismus verleugnet. Wo ihr es am meisten zu sein scheint, da habt ihr dem Wort Egoist Abscheu und Verachtung zugezogen. Meine Freiheit gegen die Welt sichere ich in dem Grade, als ich mir die Welt zu eigen mache, das heißt, sie für mich gewinne und einnehme. Sei es durch welche Gewalt es wolle, durch die der Überredung, der Bitte, der kategorischen Forderung, ja selbst durch Heuchelei, Betrug und so weiter. Denn die Mittel, welche ich dazu gebrauche, richten sich nach dem, was ich bin. Bin ich schwach? So habe ich nur schwache Mittel, wie die genannten, die aber dennoch für ein ziemlich Teil Welt gut genug sind. Ohnehin sehen Betrug, Heuchelei, Lüge schlimmer aus, als sie sind. Wer hätte nicht die Polizei, das Gesetz betrogen? Wer hätte nicht vor dem begegnenden Schergen schnell die Miene ehrsamer Loyalität vorgenommen, um eine etwa begangene Ungesetzlichkeit zu verbergen und so weiter? Wer es nicht getan hat, der hat sich eben Gewalt antun lassen. Er war ein Schwächling aus Gewissen. Meine Freiheit weiß ich schon dadurch geschmälert, dass ich an einem anderen, sei dies andere ein willenloses wie ein Fels oder ein wollendes wie eine Regierung, ein Einzelner und so weiter, meinen Willen nicht durchsetzen kann. Meine Eigenheit verleugne ich, wenn ich mich selbst angesichts des anderen aufgebe, das heißt nachgebe, abstehe, mich ergebe, also durch Ergebenheit Ergebung. Denn ein anderes ist es, wenn ich mein bisheriges Verfahren aufgebe, weil es nicht zum Ziel führt. Also ablenke von einem falschen Wege, ein anderes,
wenn ich mich dagegen gefangen gebe. Einen Felsen, der mir im Weg steht, umgehe ich so lange, bis ich Pulver genug habe, ihn zu sprengen. Die Gesetze eines Volkes umgehe ich, bis ich Kraft gesammelt habe, sie zu stürzen. Weil ich den Mond nicht fassen kann, soll er mir darum heilig sein, eine Astarte? Könnte ich dich nur fassen, ich fasste dich wahrlich, und finde ich nur ein Mittel, zu dir hinaufzukommen, du sollst mich nicht schrecken, du Unbegreiflicher. Du sollst mir nicht so lange unbegreiflich bleiben, bis ich mir die Gewalt des Begreifens erworben habe. Dich mein Eigen nenne. Ich gebe mich nicht auf gegen dich, sondern warte nur meine Zeit ab. Bescheide ich mich auch für jetzt, dir etwas anhaben zu können, so gedenke ich dir's doch. Kräftige Menschen haben's von jeher so gemacht. Hatten die Ergebenen eine unbezwungene Macht zu ihrer Herrin erhoben und angebetet, hatten sie Anbetung von allen verlangt. So kam ein solcher Natursohn, der sich nicht ergeben wollte und jagte, die angebetete Macht aus ihrem unersteiglichen Olymp. Er rief der laufenden Sonne sein Stehe zu und ließ die Erde kreisen. Die Ergebenen mussten sich's gefallen lassen. Er legte an die heiligen Eichen seine Axt und die Ergebenen staunten, dass kein himmlisches Feuer ihn verzehre. Er warf den Papst vom Petersstuhle und die Ergebenen wussten's nicht zu hindern. Er reißt die Gottesgnadenwirtschaft nieder und die Ergebenen krächzen, um endlich erfolglos zu verstummen. Meine Freiheit wird erst vollkommen, wenn sie meine Gewalt ist. Durch diese aber höre ich auf, ein bloß Freier zu sein und werde ein Eigner. Warum ist die Freiheit der Völker ein hohles Wort? Weil die Völker keine Gewalt haben. Mit einem Hauch des lebendigen Ichs blase ich Völker um und wer ist der Hauch eines Nero, eines chinesischen Kaisers oder eines armen Schriftstellers? Warum schmachten denn die Kammern vergeblich nach Freiheit und werden dafür von den Ministern geschulmeistert? Weil sie keine Gewaltigen sind. Die Gewalt ist eine schöne Sache und zu vielen Dingen Nütze. Denn man kommt mit einer Handvoll Gewalt weiter als mit einem Sack voll Recht. Ihr sehnt euch nach der Freiheit, ihr Toren, nähmet ihr die Gewalt, so käme die Freiheit von selbst. Seht, wer die Gewalt hat, der steht über dem Gesetze. Wie schmeckt euch diese Aussicht, ihr gesetzlichen Leute? Ihr habt aber keinen Geschmack. Lauter schallt ringsum der Ruf nach Freiheit. Fühlt und weiß man aber, was eine geschenkte oder oktroyierte Freiheit zu bedeuten hat? Man erkennt es nicht in der ganzen Fülle des Wortes, dass alle Freiheit wesentlich Selbstbefreiung sei. Das heißt, dass ich nur so viel Freiheit haben kann, was ich durch meine Eigenheit mir verschaffe. Was nützt den Schafen, dass ihnen niemand die Redefreiheit verkürzt? Sie bleiben beim Blöken. Gibt einem, der innerlich ein Mohammedaner, ein Jude oder ein Christ ist, die Erlaubnis zu sprechen, was er mag, er wird doch nur borniertes Zeug vorbringen. Rauben euch dagegen gewisse andere die Rede- und Hörfreiheit, so verstehen sie sich ganz richtig auf ihren zeitweiligen Vorteil, da ihr vielleicht etwas zu sagen und zu hören vermöchtet, wodurch jene Gewissen um ihren Kredit kämen. Wenn sie euch dennoch Freiheit geben, so sind sie eben Schelme, die mehr geben, als sie haben. Sie geben euch dann nämlich nichts von ihrem eigenen, sondern gestohlene Ware. Geben euch eure eigene Freiheit, die Freiheit, welche ihr euch selbst nehmen müsstet. Und sie geben sie euch nur, damit ihr sie nicht nehmet und die Diebe und Betrüger ohnehin zur Verantwortung zieht. In ihrer Schlauheit wissen sie es wohl, dass die gegebene, oktroyierte Freiheit doch keine Freiheit ist, weil nur die Freiheit, die man sich nimmt, also die Freiheit des Egoisten, mit vollen Segeln schifft. Geschenkte Freiheit streicht sogleich die Segel, sobald Sturm oder Windstille eintritt. Sie muss immer
gelinde und mittelmäßig angeblasen werden. Hier liegt der Unterschied zwischen Selbstbefreiung und Emanzipation, Freisprechung, Freilassung. Wer heutigen Tages in der Opposition steht, der lechzt und schreit nach Freilassung. Die Fürsten sollen ihre Völker für mündig erklären, das heißt emanzipieren. Betragt euch als mündig, so seid ihr es ohne jene Mündigsprechung. Und betragt ihr euch nicht danach, so seid ihr es nicht wert und wäret auch durch Mündigsprechung nimmermehr mündig. Die mündigen Griechen jagten ihre Tyrannen fort und der mündige Sohn macht sich vom Vater unabhängig. Hätten jene gewartet, bis ihre Tyrannen ihnen die Mündigkeit gnädigst bewilligten, sie konnten lange warten. Den Sohn, der nicht mündig werden will, wirft ein verständiger Vater aus dem Hause und behält das Haus allein. Dem Laffen geschieht Recht. Der Freigegebene ist eben nichts als ein Freigelassener. Ein Libertinus, ein Hund, der ein Stück Kette mitschleppt. Er ist ein Unfreier im Gewande der Freiheit, wie der Esel in der Löwenhaut. Emanzipierte Juden sind um nichts gebessert in sich, sondern nur erleichtert als Juden, obgleich wer ihren Zustand erleichtert, allerdings mehr ist als ein kirchlicher Christ, da der Letztere dies nicht ohne Inkonsequenz vermag. Aber emanzipierter Jude oder nicht emanzipierter, Jude bleibt Jude. Der nicht selbst Befreite ist eben ein Emanzipierter. Der protestantische Staat vermag allerdings, die Katholiken freizugeben, zu emanzipieren. Weil sie sich aber nicht selbst frei machen, bleiben sie eben Katholiken. Von Eigennutz und Uneigennützigkeit ist oben schon gesprochen worden. Die Freiheitsfreunde erbosen sich gegen den Eigennutz, weil sie in ihrem religiösen Freiheitsstreben von der erhabenen Selbstverleugnung sich nicht befreien können. Dem Egoismus gilt der Zorn des Liberalen, denn der Egoist bemüht sich ja um eine Sache niemals der Sache wegen, sondern seinetwegen. Ihm muss die Sache dienen. Egoistisch ist es, keiner Sache einen eigenen oder absoluten Wert beizulegen, sondern ihren Wert in mir zu suchen. Zu den widerlichsten Zügen egoistischen Betragens hört man häufig das so gewöhnliche Brotstudium zählen, weil es die schändlichste Entweihung der Wissenschaft bekunde. Allein wozu ist die Wissenschaft als solche da, wenn nicht um verbraucht zu werden? Wenn einer sie zu nichts Besserem zu nutzen weiß als zum Broterwerb, so ist sein Egoismus zwar ein kleinlicher, weil die Macht dieses Egoisten eine beschränkte ist. Aber das Egoistische daran und die Entweihung der Wissenschaft kann nur ein Besessener tadeln. Weil das Christentum, unfähig den Einzelnen als Einzigen gelten zu lassen, ihn nur als Abhängigen dachte und eigentlich nichts als eine Sozialtheorie war, eine Lehre des Zusammenlebens, und zwar sowohl des Menschen mit Gott als des Menschen mit dem Menschen, so musste bei ihm alles Eigene in ärgsten Verruf kommen. Eigennutz, Eigensinn, Eigenwille, Eigenheit, Eigenliebe und so weiter. Die christliche Anschauungsweise hat überhaupt allmählich ehrliche Wörter zu unehrlichen umgestempelt. Warum sollte man sie nicht wieder zu Ehren bringen? So heißt Schimpf im alten Sinne so viel als Scherz. Für den christlichen Ernst ward aber aus der Kurzweil eine Entbehrung, denn er versteht keinen Spaß. Frech bedeutet heute nur kühn, tapfer. Frevel war nur Wagnis. Bekannt ist, wie Scheel lange Zeit das Wort Vernunft angesehen wurde. Unsere Sprache hat sich so ziemlich auf den christlichen Standpunkt eingerichtet und das allgemeine Bewusstsein ist noch zu christlich, um nicht vor allem Nichtchristlichen als vor einem Unvollkommenen oder Bösen zurückzuschrecken. Deshalb steht es auch schlimm um den Eigennutz. Eigennutz im christlichen Sinne heißt etwa dies: Ich sehe nur darauf, ob etwas mir als sinnlichem Menschen nützt. Ist denn aber die Sinnlichkeit meine ganze Eigenheit? Bin ich bei mir selbst, wenn ich der Sinnlichkeit hingegeben bin? Folge ich mir selbst, meiner eigenen Bestimmung, wenn ich jener folge? Mein eigen bin ich erst, wenn nicht die Sinnlichkeit, aber ebenso wenig ein anderer, Gott, Menschen, Obrigkeit, Gesetz, Staat, Kirche und so weiter,
mich in der Gewalt haben, sondern ich selbst. Was mir, diesem selbsteigenen oder selbstangehörigen, nützt, das verfolgt mein Eigennutz. Übrigens sieht man sich alle Augenblicke genötigt, an den Eigennutz, den allezeit Gelästerten, als an eine alles bewältigende Macht zu glauben. In der Sitzung vom 10. Februar 1844 begründet Welker eine Motion auf die Abhängigkeit der Richter und tut in einer ausführlichen Rede dar, das entsetzbare, entlassbare, versetzbare und pensionierbare Richter, kurz solche Mitglieder eines Gerichtshofes, welche auf dem bloßen Administrationswege verkürzt und gefährdet werden können, aller Zuverlässigkeit entbehren, ja aller Achtung und alles Vertrauens im Volke verlustig gehen. Der ganze Richterstand, ruft Welker aus, ist durch diese Abhängigkeit demoralisiert. Mit dürren Worten heißt dies nichts anderes, als dass die Richter besser ihre Rechnung dabei finden, wenn sie im ministeriellen Sinne Urteil fällen, als wenn sie dies nach gesetzlichem Sinne tun. Wie soll dem abgeholfen werden? Etwa dadurch, dass man den Richtern die Schmach ihrer Verkäuflichkeit zu Gemüte führt und dann das Vertrauen hegt, sie werden in sich gehen und hinfort die Gerechtigkeit höher schätzen als ihren Eigennutz. Nein, zu diesem romantischen Vertrauen versteigt sich das Volk nicht, denn es fühlt, dass der Eigennutz gewaltiger sei als jedes andere Motiv. Darum mögen dieselben Personen Richter bleiben, die dies seither gewesen sind. So sehr, dass man sich auch davon überzeugt, dass sie als Egoisten verfuhren. Nur müssen sie ihren Eigennutz nicht länger durch die Verkäuflichkeit des Rechtes gefördert finden, sondern so unabhängig von der Regierung dastehen, dass sie durch ein sachgemäßes Urteil ihre eigene Sache, ihr wohlverstandenes Interesse nicht in Schatten stellen, vielmehr ein gutes Gehalt und Achtung bei den Bürgern gemächlich miteinander verbinden. Also Welker und die badischen Bürger halten sich erst für gesichert, wenn sie auf den Eigennutz rechnen können. Was soll man sich folglich von den unzähligen Uneigennützigkeitsphrasen denken, von denen ihr Mund sonst überströmt? Zu einer Sache, die ich eigennützig betreibe, habe ich ein anderes Verhältnis als zu einer, welcher ich uneigennützig diene. Man könnte folgendes Erkennungszeichen dafür anführen. Gegen jene kann ich mich versündigen oder eine Sünde begehen, die andere nur verscherzen, von mir stoßen. Mich darum bringen, das heißt, eine Unklugheit begehen. Beiderlei Betrachtungsweisen erfährt die Handelsfreiheit, indem sie teils für eine Freiheit angesehen wird, welche unter Umständen gewährt oder entzogen werden könne, teils für eine solche, die unter allen Umständen heilig zu halten sei. Ist mir an einer Sache nicht an und für sich gelegen und begehre ich sie nicht um ihrer selbst willen, so verlange ich sie lediglich wegen ihrer Zweckdienlichkeit. Nützlichkeit, um eines anderen Zweckes willen, zum Beispiel Austern zum Wohlgeschmack. Wird nun nicht dem Egoisten jede Sache als Mittel dienen, dessen letzter Zweck er selber ist? Und soll er eine Sache beschützen, die ihm zu nichts dient, zum Beispiel der Proletarier den Staat? Die Eigenheit schließt jedes eigene in sich und bringt wieder zu Ehren. Dass die christliche Sprache verunehrte. Die Eigenheit hat aber auch keinen fremden Maßstab, wie sie denn überhaupt keine Idee ist, gleich der Freiheit, Sittlichkeit, Menschlichkeit und dergleichen. Sie ist nur eine Beschreibung des Eigners. Der Eigner. Ich. Komme ich zu mir und dem Meinigen durch den Liberalismus? Wen sieht der Liberale für seinesgleichen an? Den Menschen. Sei du nur Mensch. Und das bist du ja, so nennt der Liberale dich seinen Bruder. Er fragt nach deinen Privatmeinungen und Privatnarrheiten sehr wenig, wenn er nur den Menschen in dir erblicken kann. Da er aber dessen wenig achtet, was du privatim bist, ja bei strenger Befolgung seines Prinzips gar keinen Wert darauf legt,
so sieht er in dir nur das, was du Generatim bist. Mit anderen Worten, er sieht in dir nicht das Ich, sondern die Gattung. Nicht Hans oder Kunz, sondern den Menschen. Nicht den wirklichen oder einzigen, sondern dein Wesen oder deinen Begriff. Nicht den Leibhaftigen, sondern den Geist. Als Hans wärest du nicht seinesgleichen, weil er Kunz, also nicht Hans ist. Als Mensch bist du dasselbe, was er ist. Und da du als Hans für ihn, soweit er nämlich ein Liberaler und nicht unbewussterweise Egoist ist, so gut als gar nicht existierst, so hat er sich die Bruderliebe wahrlich sehr leicht gemacht. Er liebt in dir nicht den Hans, von welchem er nichts weiß und wissen will, sondern den Menschen. In dir und mir nichts weiter zu sehen als Menschen. Das heißt, die christliche Anschauungsweise, wonach einer für den anderen nichts als ein Begriff, zum Beispiel ein zur Seligkeit Berufener und so weiter ist, auf die Spitze treiben. Das eigentliche Christentum sammelt uns noch tiefer unter einem minder allgemeinen Begriffe. Wir sind da Kinder Gottes und der Geist Gottes treibet uns. Nicht alle jedoch können sich rühmen, Gottes Kinder zu sein, sondern derselbige Geist, welcher Zeugnis gibt unserem Geiste, dass wir Gottes Kinder sind, der offenbart auch, welche die Kinder des Teufels sind. Mithin musste ein Mensch, um Gottes Kind zu sein, nicht ein Kind des Teufels sein. Die Kindschaft Gottes exkludierte gewisse Menschen. Dagegen brauchen wir, um Menschenkinder, das heißt Menschen zu sein, nichts als zu der Menschengattung zu gehören. Brauche nur Exemplare derselben Gattung zu sein. Was ich als dieses Ich bin, das geht dich als guten Liberalen nichts an, sondern ist allein meine Privatsache. Genug, dass wir beide Kinder ein und derselben Mutter, nämlich der Menschengattung sind. Als Menschenkind bin ich deinesgleichen. Was bin ich dir nun? Etwa dieses leibhaftige Ich, wie ich gehe und stehe? Nichts weniger als das. Dieses leibhaftige Ich mit seinen Gedanken, Entschlüssen und Leidenschaften ist in deinen Augen eine Privatsache. Welche dich nichts angeht, ist eine Sache für sich. Als eine Sache für dich existiert nur mein Begriff, mein Gattungsbegriff, nur der Mensch, der, wie er Hans heißt, ebenso gut Peter oder Michel sein könnte. Du siehst in mir nicht mich, den Leibhaftigen, sondern ein Unwirkliches, den Spuk, das heißt einen Menschen. Zu unseresgleichen erklärten wir im Laufe der christlichen Jahrhunderte die verschiedensten, aber jedes Mal nach Maß desjenigen Geistes, den wir von ihnen erwarteten. Zum Beispiel jeden, bei dem der Geist der Erlösungsbedürftigkeit sich voraussetzen lässt, dann später jeden, der den Geist der Rechtschaffenheit hat, endlich jeden, der menschlichen Geist und ein menschlich Antlitz zeigt. So variierte der Grundsatz der Gleichheit. Indem man nun die Gleichheit als Gleichheit des menschlichen Geistes auffasst, hat man allerdings eine alle Menschen einschließende Gleichheit entdeckt. Denn wer könnte leugnen, dass wir Menschen einen menschlichen, das heißt keinen anderen Geist als einen menschlichen haben? Aber sind wir darum nun weiter als im Anfange des Christentums? Damals sollten wir einen göttlichen Geist haben, jetzt einen menschlichen. Erschöpfte uns aber der Göttliche nicht, wie sollte der Menschliche ganz das ausdrücken, was wir sind? Feuerbach zum Beispiel meint, wenn er das Göttliche vermenschliche, so habe er die Wahrheit gefunden. Nein, hat uns der Gott gequält, so ist der Mensch imstande, uns noch marternder zu pressen. Dass wir es kurz sagen, dass wir Menschen sind, das ist das Geringste an uns und hat nur Bedeutung, insofern es eine unserer Eigenschaften, das heißt unser Eigentum ist. Ich bin zwar unter anderem auch ein Mensch, wie ich zum Beispiel ein lebendiges Wesen, also Animal oder Tier oder ein Europäer, ein Berliner und dergleichen bin. Aber wer mich nur als Menschen oder als Berliner achten wollte, der zollte mir eine mir sehr gleichgültige Achtung. Und weshalb? Weil er nur eine meiner Eigenschaften achtet, nicht mich. Gerade so verhält sich's mit dem Geiste auch.
Ein Christlicher, ein Rechtschaffender und ähnlicher Geist kann wohl meine erworbene Eigenschaft, das heißt mein Eigentum sein, ich aber bin nicht dieser Geist. Er ist mein, ich nicht sein. Wir haben daher im Liberalismus nur die Fortsetzung der alten christlichen Geringachtung des Ichs, des leibhaftigen Hansen. Statt mich zu nehmen, wie ich bin, sieht man lediglich auf mein Eigentum, meine Eigenschaften und schließt mit mir einen ehrlichen Bund, nur um meines Besitztums willen. Man heiratet gleichsam, was ich habe, nicht was ich bin. Der Christ hält sich an meinen Geist, der Liberale an meine Menschlichkeit. Aber ist der Geist, den man nicht als das Eigentum des leibhaftigen Ichs, sondern als das eigentliche Ich selbst betrachtet, ein Gespenst? So ist auch der Mensch, der nicht als meine Eigenschaft, sondern als das eigentliche Ich anerkannt wird, nicht als ein Spuk, ein Gedanke, ein Begriff. Darum dreht sich auch der Liberale in demselben Kreise wie der Christ herum. Weil der Geist des Menschentums, das heißt der Mensch in dir wohnt, bist du ein Mensch wie du, wenn der Geist Christi in dir wohnt, ein Christ bist. Aber weil er nur als ein zweites, wenngleich als dein eigentliches oder besseres Ich in dir wohnt, so bleibt er dir jenseitig und du musst streben, ganz der Mensch zu werden. Ein ebenso fruchtloses Streben als das des Christen, ganz selbiger Geist zu werden. Jetzt, nachdem der Liberalismus den Menschen proklamiert hat, kann man es aussprechen, dass damit nur die letzte Konsequenz des Christentums vollzogen wurde und dass das Christentum in Wahrheit sich von Haus aus keine andere Aufgabe stellte, als den Menschen, den wahren Menschen, zu realisieren. Daher, denn die Täuschung, es lege das Christentum dem Ich einen unendlichen Wert bei, wie zum Beispiel in der Unsterblichkeitslehre, in der Seelsorge und so weiter. Nein, diesen Wert erteilt es allein dem Menschen. Nur der Mensch ist unsterblich und nur weil ich Mensch bin, bin auch ich's. In der Tat musste das Christentum lehren, dass keiner verloren gehe, wie eben auch der Liberalismus alle als Menschen gleichstellt. Aber jene Ewigkeit, wie diese Gleichheit, betraf nur den Menschen in mir, nicht mich. Nur als der Träger und Beherberger des Menschen sterbe ich nicht, wie bekanntlich der König nicht stirbt. Ludwig stirbt, aber der König bleibt. Ich sterbe, aber mein Geist, der Mensch, bleibt. Und nun mich ganz mit dem Menschen zu identifizieren, hat man die Forderung erfunden und gestellt, ich müsse ein wirkliches Gattungswesen werden. Die menschliche Religion ist nur die letzte Metamorphose der christlichen Religion. Denn Religion ist der Liberalismus darum, weil er mein Wesen von mir trennt und über mich stellt, weil er den Menschen in demselben Maße erhöht, wie irgendeine andere Religion ihren Gott oder Götzen, weil er das Meinige zu einem Jenseitigen, weil er überhaupt aus dem Meinigen, aus meinen Eigenschaften und meinem Eigentum ein Fremdes, nämlich ein Wesen macht, kurz, weil er mich unter den Menschen stellt und mir dadurch einen Beruf schafft. Aber auch der Form nach erklärt sich der Liberalismus als Religion, wenn er für dies höchste Wesen den Menschen einen Glaubenseifer fordert. Einen Glauben, der endlich auch einmal seinen Feuereifer beweisen wird. Einen Eifer, der unüberwindlich sein wird. Da der Liberalismus aber menschliche Religion ist, so verhält sich der Bekenner derselben gegen den Bekenner jeder anderen, katholischen, jüdischen und so weiter, tolerant. Wie Friedrich der Große gegen jeden sich verhielt, er seine Untertanenpflichten verrichtet, welcher Fasson des Seligwerdens er auch zugetan sein mochte. Diese Religion soll jetzt zur allgemein üblichen erhoben und von den anderen als bloßen Privatnarrheiten, gegen die man übrigens sich wegen ihrer Unwesentlichkeit höchst liberal verhält, abgesondert werden. Man kann sie die Staatsreligion, die Religion des freien Staates nennen, nicht in dem bisherigen Sinne, dass sie die vom Staate bevorzugte oder privilegierte sei, sondern als diejenige Religion, welche der freie Staat von jedem der seinigen
er sei privat im Jude, Christ oder was sonst, zu fordern nicht nur berechtigt, sondern genötigt ist. Sie tut nämlich dem Staate dieselben Dienste wie die Pietät der Familie. Soll die Familie von jedem der ihrigen in ihrem Bestande anerkannt und erhalten werden, so muss ihm das Band des Blutes heilig und sein Gefühl dafür, dass der Pietät des Respektes gegen die Blutsbande sein, wodurch ihm jeder Blutsverwandte zu einem Geheiligten wird. So auch muss jedem Gliede der Staatsgemeinde diese Gemeinde heilig und der Begriff, welcher dem Staate der Höchste ist, gleichfalls der Höchste sein. Welcher Begriff ist aber dem Staate der Höchste? Doch wohl der, eine wirklich menschliche Gesellschaft zu sein. Eine Gesellschaft, in welcher jeder als Glied Aufnahme erhalten kann, der wirklich Mensch, das heißt nicht Unmensch ist. Gehe die Toleranz eines Staates noch so weit gegen einen Unmenschen und gegen das Unmenschliche, hört sie auf. Und doch ist dieser Unmensch ein Mensch. Doch ist das Unmenschliche selbst etwas Menschliches. Ja, nur einem Menschen, keinem Tiere möglich, ist eben etwas Menschenmögliches. Obgleich aber jeder Unmensch ein Mensch ist, so schließt ihn doch der Staat aus. Das heißt, er sperrt ihn ein oder verwandelt ihn aus einem Staatsgenossen in einen Gefängnisgenossen, Irrenhaus- oder Krankenhausgenossen nach dem Kommunismus. Mit dürren Worten zu sagen, was ein Unmensch ist, fällt nicht eben schwer. Es ist ein Mensch, welcher dem Begriffe Mensch nicht entspricht, wie das Unmenschliche ein Menschliches ist, welches dem Begriffe des Menschlichen nicht angemessen ist. Die Logik nennt dies ein widersinniges Urteil. Dürfte man wohl dies Urteil, dass einer Mensch sein könne, ohne Mensch zu sein, aussprechen, wenn man nicht die Hypothese gelten ließe, dass der Begriff des Menschen von der Existenz, das Wesen von der Erscheinung, getrennt sein könne. Man sagt, der erscheint zwar als Mensch, ist aber kein Mensch. Dieses widersinnige Urteil haben die Menschen eine lange Reihe von Jahrhunderten hindurch gefällt. Ja, was noch mehr ist, in dieser langen Zeit gab es nur Unmenschen. Welcher Einzelne hätte seinem Begriffe entsprochen? Das Christentum kennt nur einen Menschen. Und dieser eine, Christus, ist zugleich wieder im umgekehrten Sinne ein Unmensch, nämlich ein übermenschlicher Mensch, ein Gott. Wirklicher Mensch ist nur der Unmensch. Menschen, die keine Menschen sind, was wären sie anders als Gespenster? Jeder wirkliche Mensch ist, weil er dem Begriffe Mensch nicht entspricht, oder weil er nicht Gattungsmensch ist, ein Spuk. Aber bleibe ich auch dann noch ein Unmensch, wenn ich den Menschen, der nur als mein Ideal, meine Aufgabe, mein Wesen oder Begriff über mich hinausragte und mir jenseitig blieb, zu meiner mir eigenen und inhärenten Eigenschaft herabsetze, sodass der Mensch nichts anderes ist als meine Menschlichkeit, mein Menschsein und alles, was ich tue. Gerade darum menschlich, weil ich's tue, nicht aber darum, weil es dem Begriffe Mensch entspricht. Ich bin wirklich der Mensch und Unmensch in einem. Denn ich bin Mensch und bin zugleich mehr als Mensch. Das heißt, ich bin das Ich dieser meiner bloßen Eigenschaft. Es musste endlich dahin kommen, dass man uns nicht mehr bloß zumutete, Christen zu sein, sondern Menschen zu werden. Denn obwohl wir auch Christen niemals werden konnten, sondern immer arme Sünder blieben, der Christ war ja eben auch ein unerreichbares Ideal, so kam dabei doch die Widersinnigkeit nicht so zum Bewusstsein und die Täuschung war leichter als jetzt, wo an uns, die wir Menschen sind und menschlich handeln, ja gar nicht anders können, als dies zu sein und so zu handeln, die Forderung gestellt wird, wir sollen Menschen sein, wirkliche Menschen. Unsere heutigen Staaten bürden zwar, weil ihnen von ihrer kirchlichen Mutter noch allerhand anklebt, den ihrigen noch mancherlei Verpflichtungen auf, zum Beispiel kirchliche Religiosität, die sie, die Staaten, eigentlich nichts angehen. Aber sie verleugnen doch im Ganzen ihre Bedeutung nicht, indem sie für menschliche Gesellschaften angesehen werden wollen, in welchen der Mensch als Mensch ein Glied sein kann.
wenn er auch minder privilegiert ist als andere Mitglieder. Die meisten lassen Anhänger jeder religiösen Sekte zu und rezipieren die Leute ohne Rassen- oder Nationalunterschied. Juden, Türken, Mohren und so weiter können französische Bürger werden. Der Staat sieht also bei der Aufnahme nur darauf, ob einer ein Mensch sei. Die Kirche, als eine Gesellschaft von Gläubigen, konnte nicht jeden Menschen in ihren Schoß aufnehmen. Der Staat, als eine Gesellschaft von Menschen, kann es. Aber wenn der Staat sein Prinzip, bei den Seinigen nichts vorauszusetzen, als dass sie Menschen seien, rein vollzogen hat, bis jetzt setzen selbst die Nordamerikaner bei den Ihrigen noch voraus, dass die Religion wenigstens die Religion der Rechtschaffenheit haben, dann hat er sich sein Grab gegraben. Während er wähnen wird, an den Seinigen lauter Menschen zu besitzen, sind diese mittlerweile zu lauter Egoisten geworden, deren jeder ihn nach seinen egoistischen Kräften und Zwecken benutzt. An den Egoisten geht die menschliche Gesellschaft zugrunde, denn sie beziehen sich nicht mehr als Menschen aufeinander, sondern treten egoistisch als ein Ich gegen ein von mir durchaus verschiedenes und gegnerisches Du und Ihr auf. Wenn der Staat auf unsere Menschlichkeit rechnen muss, so ist dasselbe, wenn man sagt, er müsse auf unsere Sittlichkeit rechnen. Ineinander den Menschen sehen und gegeneinander als Menschen handeln, das nennt man ein sittliches Verhalten. Es ist das ganz und gar die geistige Liebe des Christentums. Sehe ich nämlich in dir den Menschen, wie ich in mir den Menschen und nichts als den Menschen sehe, so sorge ich für dich, wie ich für mich sorgen würde. Denn wir stellen ja beide nichts als den mathematischen Satz vor, A gleich C und B gleich C, folglich A gleich B. Das heißt, ich nichts als Mensch und du nichts als Mensch, folglich ich und du dasselbe. Die Sittlichkeit verträgt sich nicht mit dem Egoismus, weil sie nicht mich, sondern nur den Menschen an mir gelten lässt. Ist aber der Staat eine Gesellschaft der Menschen, nicht ein Verein von Ichen, deren jedes nur sich im Auge hat, so kann er ohne Sittlichkeit nicht bestehen und muss auf Sittlichkeit halten. Darum sind wir beide, der Staat und ich, Feinde. Mir, dem Egoisten, liegt das Wohl dieser menschlichen Gesellschaft nicht am Herzen. Ich opfere ihr nichts, ich benutze sie nur. Um sie aber vollständig benutzen zu können, verwandle ich sie vielmehr in mein Eigentum und mein Geschöpf. Das heißt, ich vernichte sie und bilde an ihrer Stelle den Verein von Egoisten. Also es verrät der Staat seine Feindschaft gegen mich dadurch, dass er fordert, ich soll Mensch sein, was voraussetzt, dass ich es auch nicht sein und ihm für einen Unmenschen gelten könne. Er legt mir das Menschensein als eine Pflicht auf. Ferner verlangt er, dass ich nichts tue, wobei er nicht bestehen könne. Sein Bestand also soll mir heilig sein. Dann soll ich kein Egoist, sondern ein honetter, rechtschaffender, das heißt sittlicher Mensch sein. Genug, ich soll gegen ihn und seinen Bestand ohnmächtig und respektvoll sein und so weiter. Dieser Staat, allerdings nicht ein gegenwärtiger, sondern des Erschaffens erst noch bedürftig, ist das Ideal des fortschreitenden Liberalismus. Es soll eine wahrhaftige Menschengesellschaft entstehen, worin jeder Mensch Platz findet. Der Liberalismus will den Menschen realisieren, das heißt ihm eine Welt schaffen, und dies wäre die menschliche Welt oder die allgemeine kommunistische Menschengesellschaft. Man sagte, die Kirche konnte nur den Geist, der Staat soll den ganzen Menschen berücksichtigen. Aber ist der Mensch nicht Geist? Der Kern des Staates ist eben der Mensch, diese Unwirklichkeit, und er selber ist nur Menschengesellschaft. Die Welt, welche der gläubige Geist schafft, heißt Kirche. Die Welt, welche der Mensch, menschliche oder humane Geist schafft, heißt Staat. Das ist aber nicht meine Welt. Ich verrichte nie in abstracto Menschliches, sondern immer Eigenes. Das heißt, meine menschliche Tat ist von jeder anderen menschlichen verschieden und ist nur durch diese Verschiedenheit eine wirkliche.
mir zugehörige Tat. Das Menschliche an ihr ist eine Abstraktion und als solches Geist, das heißt abstrahiertes Wesen. Bruno Bauer spricht es zum Beispiel, Judenfrage, Seite 84 aus, dass die Wahrheit der Kritik die letzte und zwar die vom Christentum selber gesuchte Wahrheit sei, nämlich der Mensch. Er sagt, die Geschichte der christlichen Welt ist die Geschichte des höchsten Wahrheitskampfes, denn in ihr und nur in ihr handelt es sich um die Entdeckung der letzten oder der ersten Wahrheit, des Menschen und der Freiheit. Wohlan, lassen wir uns diesen Gewinn gefallen und nehmen wir den Menschen für das endlich gefundene Resultat der christlichen Geschichte und überhaupt des religiösen oder idealen Strebens der Menschen. Wer ist nun der Mensch? Ich bin es. Der Mensch, das Ende und Ergebnis des Christentums, ist als Ich der Anfang und das auszunutzende Material der neuen Geschichte. Eine Geschichte des Genusses, nach der Geschichte der Aufopferungen, eine Geschichte nicht des Menschen oder der Menschheit, sondern meiner. Der Mensch gilt als das Allgemeine. Nun denn, ich und das Egoistische ist das wirklich Allgemeine, da jeder ein Egoist ist und sich über alles geht. Das Jüdische ist nicht das rein Egoistische, weil der Jude sich noch an Jehova hingibt. Das Christliche ist es nicht, weil der Christ von der Gnade Gottes lebt und sich ihm unterwirft. Es befriedigt als Jude wie als Christ ein Mensch nur gewisse seiner Bedürfnisse. Nur eine gewisse Notdurft, nicht sich. Ein halber Egoismus, weil der Egoismus eines halben Menschen, der halb er, halb Jude oder halb sein Eigentümer, halb ein Sklave ist. Darum schließen Jude und Christ sich auch zur Hälfte immer aus, das heißt, als Menschen erkennen sie sich an, als Sklaven schließen sie sich aus, weil sie zweier verschiedener Herren Diener sind. Könnten sie vollkommene Egoisten sein, so schlössen sie sich ganz aus und hielten umso fester zusammen. Nicht, dass sie sich ausschließen, ist ihre Schmach, sondern dass dies nur halb geschieht. Dagegen meint Bruno Bauer, als Menschen können sich Juden und Christen erst betrachten und gegenseitig behandeln, wenn sie das besondere Wesen, welches sie trennt und zu ewiger Absonderung verpflichtet, aufgeben, das allgemeine Wesen des Menschen anerkennen und als ihr wahres Wesen betrachten. Nach seiner Darstellung liegt der Fehler der Juden wie der Christen darin, dass sie etwas Apartes sein und haben wollen, statt nur Menschen zu sein und Menschliches zu erstreben, nämlich die allgemeinen Menschenrechte. Er meint, ihr Grundirrtum bestehe in dem Glauben, sie seien privilegiert, besäßen Vorrechte, überhaupt in dem Glauben an das Vorrecht. Dagegen hält er ihnen das allgemeine Menschenrecht vor, das Menschenrecht. Der Mensch ist der Mensch überhaupt und insofern jeder, der Mensch ist. Nun soll jeder die ewigen Menschenrechte haben und in der vollkommenen Demokratie oder, wie es richtiger heißen müsste, Anthropokratie, nach der Meinung der Kommunisten, sie genießen. Aber nur ich habe alles, was ich mir verschaffe. Als Mensch habe ich nichts. Man möchte jedem Menschen alles Gute zufließen lassen, bloß weil er den Titel Mensch hat. Ich aber lege den Akzent auf mich, nicht darauf, dass ich Mensch bin. Der Mensch ist nur etwas als meine Eigenschaft, Eigentum, wie die Männlichkeit oder Weiblichkeit. Die Alten fanden das Ideal darin, dass man im vollen Maße und Sinne Mann sei. Ihre Tugend ist Virtus und Arete, das heißt Männlichkeit. Was soll man von einem Weibe denken, die nur vollkommen Weib sein wollte? Das ist nicht jeder gegeben, und manche würden sich damit ein unerreichbares Ziel setzen. Weiblich dagegen ist sie ohnehin, von Natur. Die Weiblichkeit ist ihre Eigenschaft, und sie braucht der echten Weiblichkeit nicht. Ich bin Mensch, gerade so wie die Erde Stern ist. So lächerlich es wäre, der Erde die Aufgabe zu stellen, ein rechter Stern zu sein, so lächerlich ist, mir als Beruf aufzubürden, ein rechter Mensch zu sein.
Wenn Fichte sagt, das Ich ist alles, so scheint dies mit meinen Aufstellungen vollkommen zu harmonieren. Allein nicht das Ich ist alles, sondern das Ich zerstört alles. Und nur das sich selbst auflösende Ich, das nie seiende Ich, das endliche Ich ist wirklich Ich. Fichte spricht vom absoluten Ich. Ich aber spreche von mir, dem vergänglichen Ich. Wie nahe liegt die Meinung, dass Mensch und Ich dasselbe sagen? Und doch sieht man zum Beispiel an Feuerbach, dass der Ausdruck Mensch, das absolute Ich, die Gattung bezeichnen soll, nicht das vergängliche einzelne Ich. Egoismus und Menschlichkeit, Humanität, müssten das Gleiche bedeuten, aber nach Feuerbach kann der Einzelne, das Individuum, sich nur über die Schranken seiner Individualität erheben, aber nicht über die Gesetze, die positiven Wesensbestimmungen seiner Gattung. Allein die Gattung ist nichts, und wenn der Einzelne sich über die Schranken seiner Individualität erhebt, so ist dies vielmehr gerade er selbst als Einzelner. Er ist nur, indem er sich erhebt. Er ist nur, indem er nicht bleibt, was er ist. Sonst wäre er fertig und tot. Der Mensch ist nur ein Ideal, die Gattung nur ein Gedachtes. Ein Menschsein heißt nicht das Ideal des Menschen erfüllen, sondern sich den Einzelnen darstellen. Nicht wie ich das allgemein Menschliche realisiere, braucht meine Aufgabe zu sein, sondern wie ich mir selbst genüge. Ich bin meine Gattung, bin ohne Norm, ohne Gesetz, ohne Muster und dergleichen. Möglich, dass ich aus mir sehr wenig machen kann, dies Wenige ist aber alles und ist besser, als was ich aus mir machen lasse durch die Gewalt anderer, durch die Dressur der Sitte, der Religion, der Gesetze, des Staates und so weiter. Besser, wenn einmal von besser die Rede sein soll, besser ein ungezogenes als ein altkluges Kind, besser ein widerwilliger als ein zu allem williger Mensch. Der Ungezogene und Widerwillige befindet sich noch auf dem Wege, nach seinem eigenen Willen sich zu bilden. Der Altkluge und Willige wird durch die Gattung, die allgemeinen Anforderungen und so weiter bestimmt. Sie ist ihm Gesetz. Er wird dadurch bestimmt, denn was ist ihm die Gattung anders als seine Bestimmung, sein Beruf? Ob ich auf die Menschheit, die Gattung blicke, um diesem Ideal nachzustreben, oder auf Gott und Christus mit gleichem Streben, wie wäre darin eine wesentliche Verschiedenheit? Höchstens ist jenes verwaschener als dieses. Wie der Einzelne die ganze Natur, so ist er auch die ganze Gattung. Durch das, was ich bin, ist allerdings alles bedingt, was ich tue, denke und so weiter. Kurz meine Äußerung oder Offenbarung. Der Jude zum Beispiel kann nur so oder so wollen, kann nur so sich geben. Der Christ kann sich nur christlich geben und offenbaren und so weiter. Wäre es möglich, dass du Jude oder Christ sein könntest, so brächtest du freilich nur Jüdisches oder Christliches zutage. Allein es ist nicht möglich. Du bleibst beim strengsten Wandel doch ein Egoist, ein Sünder gegen jeden Begriff. Das heißt, du bist nicht gleich Jude. Weil nun immer das Egoistische wieder durchblickt, so hat man nach einem vollkommenen Begriffe gefragt, der wirklich ganz ausdrückte, was du bist, und der, weil er deine wahre Natur ist, alle Gesetze deiner Betätigung enthielte. Das Vollkommenste der Art hat man im Menschen erreicht. Als Jude bist du zu wenig, und das Jüdische ist nicht deine Aufgabe. Ein Grieche, ein Deutscher zu sein, reicht nicht aus. Aber sei ein Mensch, dann hast du alles. Das Menschliche sieh als deinen Beruf an. Nun weiß ich, was ich soll, und der neue Katechismus kann abgefasst werden. Wieder ist das Subjekt dem Prädikate unterworfen, der Einzelne einem Allgemeinen. Wieder ist einer Idee die Herrschaft gesichert und zu einer neuen Religion der Grund gelegt. Es ist dies ein Fortschritt im religiösen und speziell im christlichen Gebiete, kein Schritt über dasselbe hinaus. Der Schritt darüber hinaus führt ins Unsagbare,
Für mich hat die armselige Sprache kein Wort, und das Wort, der Logos, ist mir ein bloßes Wort. Man sucht mein Wesen. Ist's nicht der Jude, der Deutsche und so weiter? So doch, der Mensch. Der Mensch ist mein Wesen. Ich bin mir zuwider oder widerwärtig. Mir graut und ekelt vor mir. Ich bin mir ein Greuel oder ich bin mir nie genug und tue mir nie genug. Aus solchen Gefühlen entspringt die Selbstauflösung oder Selbstkritik. Mit der Selbstverleugnung beginnt, mit der vollendeten Kritik schließt die Religiosität. Ich bin besessen und will den bösen Geist loswerden. Wie fange ich's an? Ich begehe getrost die Sünde, welche dem Christen die ärgste scheint, die Sünde und Lästerung wider den Heiligen Geist. Wer den Heiligen Geist lästert, der hat keine Vergebung ewiglich, sondern ist schuldig des ewigen Gerichts. Ich will keine Vergebung und fürchte mich nicht vor dem Gerichte. Der Mensch ist der letzte böse Geist oder Spuk, der täuschendste oder vertrauteste, der schlaueste Lügner mit ehrlicher Miene, der Vater der Lügen. Indem der Egoist sich gegen die Anmutungen und Begriffe der Gegenwart wendet, vollzieht er unbarmherzig die maßloseste Entheiligung. Nichts ist ihm heilig. Es wäre töricht zu behaupten, es gäbe keine Macht über der meinigen. Nur die Stellung, welche ich mir zu derselben gebe, wird eine durchaus andere sein, als sie im religiösen Zeitalter war. Ich werde der Feind jeder höheren Macht sein, während die Religion lehrt, sie uns zur Freundin zu machen und demütig gegen sie zu sein. Der Entheilige spannt seine Kraft gegen jede Gottesfurcht, denn Gottesfurcht würde ihn in allem bestimmen, was er als heilig bestehen ließe. Ob am Gottmenschen der Gott oder der Mensch die heiligende Macht übe, ob also etwas um Gottes oder um des Menschen der Humanität willen heilig gehalten werde, das ändert die Gottesfurcht nicht, da der Mensch so gut als höchstes Wesen verehrt wird, als auf dem speziell religiösen Standpunkte der Gott als höchstes Wesen unsere Furcht und Ehrfurcht verlangt und beide uns imponieren. Die eigentliche Gottesfurcht hat längst eine Erschütterung erlitten und ein mehr oder weniger bewusster Atheismus, äußerlich an einer weit verbreiteten Unkirchlichkeit erkennbar, ist unwillkürlich Ton geworden. Allein, was dem Gott genommen wurde, ist dem Menschen zugesetzt worden, und die Macht der Humanität vergrößerte sich eben in dem Grade, als die der Frömmigkeit an Gewicht verlor. Der Mensch ist der heutige Gott, und Menschenfurcht an die Stelle der alten Gottesfurcht getreten. Weil aber der Mensch nur ein anderes, höchstes Wesen vorstellt, so ist in der Tat am höchsten Wesen nichts als eine Metamorphose vor sich gegangen und die Menschenfurcht bloß eine veränderte Gestalt der Gottesfurcht. Unsere Atheisten sind fromme Leute. Trugen wir in der sogenannten Feudalzeit alles von Gott zu lehen, so findet in der liberalen Periode dasselbe Lehensverhältnis mit dem Menschen statt. Gott war der Herr, jetzt ist der Mensch der Herr. Gott war der Mittler, jetzt ist's der Mensch. Gott war der Geist, jetzt ist's der Mensch. In dieser dreifachen Beziehung hat das Lebensverhältnis eine Umgestaltung erfahren. Wir tragen jetzt nämlich erstens von dem allmächtigen Menschen zu lehen unsere Macht, die, weil sie von einem Höheren kommt, nicht Macht oder Gewalt, sondern Recht heißt, das Menschenrecht. Wir tragen ferner von ihm unsere Weltstellung zu lehren, denn er, der Mittler, vermittelt unseren Verkehr, der darum nicht anders als menschlich sein darf. Endlich tragen wir von ihm uns selbst zu lehren, nämlich unseren eigenen Wert oder alles, was wir wert sind, da wir eben nichts wert sind, wenn er nicht in uns wohnt und wenn oder wo wir nicht menschlich sind. Die Macht ist des Menschen, die Welt ist des Menschen, ich bin des Menschen. Wie aber bleibt mir es nicht unbenommen, mich zum Berechtiger, zum Mittler
und zum eigenen Selbst zu erklären? Dann lautet es also: Meine Macht ist mein Eigentum. Meine Macht gibt mir Eigentum. Meine Macht bin ich selbst und bin durch sie mein Eigentum. Der Einzige. Vorchristliche und christliche Zeit verfolgen ein entgegengesetztes Ziel. Jene will das Reale idealisieren, diese das Ideale realisieren. Jene sucht den Heiligen Geist, diese den verklärten Leib. Daher schließt jene mit der Unempfindlichkeit gegen das Reale, mit der Weltverachtung. Diese wird mit der Abwerfung des Idealen, mit der Geistesverachtung enden. Der Gegensatz des Realen und Idealen ist ein unversöhnlicher, und es kann das eine niemals das andere werden. Würde das Ideale zum Realen, so wäre es eben nicht mehr das Ideale. Und würde das Reale zum Idealen, so wäre allein das Ideale das Reale, aber gar nicht. Der Gegensatz beider ist nicht anders zu überwinden, als wenn man beide vernichtet. Nur in diesem Mann, dem Dritten, findet der Gegensatz sein Ende. Sonst aber decken Idee und Realität sich nimmermehr. Die Idee kann nicht so realisiert werden, dass die Idee bliebe, sondern nur, wenn sie als Idee stirbt, und ebenso verhält es sich mit dem Realen. Nun haben wir aber an den alten Anhänger der Idee, an den neuen Anhänger der Realität vor uns. Beide kommen von dem Gegensatze nicht los und schmachten nur, die einen nach dem Geiste, und als dieser Drang der alten Welt befriedigt und dieser Geist gekommen zu sein schien, die anderen sogleich wieder nach der Verweltlichung dieses Geistes, die für immer ein frommer Wunsch bleiben muss. Der fromme Wunsch der Alten war die Heiligkeit. Der fromme Wunsch der Neuen ist die Leibhaftigkeit. Wie aber das Altertum untergehen musste, wenn seine Sehnsucht befriedigt werden sollte, denn es bestand nur in der Sehnsucht, so kann es auch innerhalb des Ringens der Christlichkeit nimmermehr zur Leibhaftigkeit kommen. Wie der Zug der Heiligung oder Reinigung durch die alte Welt geht, die Waschungen und so weiter, so geht der der Verbleiblichung durch die christliche. Der Gott stürzt sich in diese Welt, wird Fleisch und will sie erlösen, das heißt, mit sich erfüllen. Da er aber die Idee oder der Geist ist, so führt man, zum Beispiel Hegel, im Schlusse die Idee in alles, in die Welt ein und beweist, dass die Idee das Vernunft in allem sei. Dem, was die heidnischen Stoiker als den Weisen aufstellten, entspricht in der heutigen Bildung der Mensch, jener wie dieser ein fleischloses Wesen. Der unwirkliche Weise, dieser leiblose Heilige, der Stoiker, wurde eine wirkliche Person, ein leiblicher Heiliger, in dem fleischgewordenen Gotte. Der unwillkürliche Mensch, das leiblose Ich, wird wirklich werden im leibhaftigen Ich, in mir. Durch das Christentum schlingt sich die Frage nach dem Dasein Gottes hindurch, die immer und immer wieder aufgenommen, Zeugnis dafür ablegt, dass der Drang nach dem Dasein, der Leibhaftigkeit, der Persönlichkeit, der Wirklichkeit, unaufhörlich das Gemüt beschäftigte, weil er niemals eine befriedigende Lösung fand. Endlich fiel die Frage nach dem Dasein Gottes, aber nur um wieder aufzustehen in dem Satze, dass das göttliche Dasein habe, Feuerbach. Aber auch dieses hat kein Dasein. Und die letzte Zuflucht, dass das rein menschliche realisierbar sei, wird auch nicht lange mehr Schutz gewähren. Keine Idee hat Dasein, denn keine ist der Leibhaftigkeit fähig. Der scholastische Streit des Realismus und Nominalismus hat denselben Inhalt. Kurz, dieser spinnt sich durch die ganze christliche Geschichte hindurch und kann in ihr nicht enden. Die Christenwelt arbeitet daran, die Ideen in den einzelnen Verhältnissen des Lebens, den Institutionen und Gesetzen der Kirche und des Staates zu realisieren. Aber sie widerstreben und behalten immer etwas Unverkörpertes, Unrealisierbares zurück. Rastlos geht es gleichwohl auf diese Verkörperung los,
so sehr auch stets die Leibhaftigkeit ausbleibt. Dem Realisierenden liegt nämlich wenig an den Realitäten, alles aber daran, dass dieselben Verwirklichungen der Idee seien. Daher untersucht er stets von Neuem, ob dem Verwirklichten in Wahrheit die Idee, sein Kern innewohne. Und indem er das Wirkliche prüft, prüft er zugleich die Idee, ob sie so, wie er sie denkt, realisierbar sei oder von ihm nur unrichtig und deshalb unausführbar gedacht werde. Als Existenzen sollen den Christen Familie, Staat und so weiter nicht mehr kümmern. Nicht wie die Alten sollen die Christen für diese göttlichen Dinge sich opfern, sondern dieselben sollen nur benutzt werden, um in ihnen den Geist lebendig zu machen. Die wirkliche Familie ist gleichgültig geworden und eine Ideale, die dann die wahrhaft reale wäre, soll aus ihr entstehen. Eine heilige, von Gott gesegnete oder nach liberaler Denkweise eine vernünftige. Bei den Alten ist Familie, Staat, Vaterland und so weiter als ein vorhandenes göttlich. Bei den Neuen erwartet es erst die Göttlichkeit, ist als Vorhandenes nur sündhaft, irdisch und muss erst erlöst, das heißt wahrhaft real werden. Das hat folgenden Sinn. Nicht die Familie und so weiter ist das Vorhandene und Reale, sondern das Göttliche. Die Idee ist vorhanden und wirklich. Ob diese Familie durch Aufnahme des wahrhaft Wirklichen der Idee sich wirklich machen werde, steht noch dahin. Es ist nicht Aufgabe des Einzelnen, der Familie als dem Göttlichen zu dienen, sondern umgekehrt, dem Göttlichen zu dienen und die noch ungöttliche Familie ihm zuzuführen, das heißt im Namen der Idee alles zu unterwerfen, das Panier der Idee überall aufzupflanzen, die Idee zu realer Wirksamkeit zu bringen. Da es aber dem Christentum wie dem Altertum ums Göttliche zu tun ist, so kommen sie auf entgegengesetzten Wegen stets wieder darauf hinaus. Am Ende des Heidentums wird das Göttliche zum Außerweltlichen, am Ende des Christentums zum Innerweltlichen. Es ganz außerhalb der Welt zu setzen, gelingt dem Altertum nicht. Und als das Christentum diese Aufgabe vollbringt, da sehnt sich augenblicklich das Göttliche in die Welt zurück und will die Welt erlösen. Aber innerhalb des Christentums kommt und kann es nicht dazu kommen, dass das Göttliche als Innerweltliches wirklich das Weltliche selbst würde. Es bleibt genug übrig, was als das Schlechte, Unvernünftige, Zufällige, Egoistische, als das im schlechten Sinne Weltliche undurchdrungen sich erhält und erhalten muss. Das Christentum beginnt damit, dass der Gott zum Menschen wird. Und es treibt sein Bekehrungs- und Erlösungswerk alle Zeit hindurch, um dem Gott in allen Menschen und alle menschlichen Aufnahme zu bereiten und alles mit dem Geiste zu durchdringen. Es bleibt dabei, für den Geist eine Stätte zu bereiten. Wenn zuletzt auf den Menschen oder die Menschheit der Akzent gelegt wurde, so war es wieder die Idee, die man ewig sprach. Der Mensch stirbt nicht. Man meinte nur die Realität der Idee gefunden zu haben. Der Mensch ist das Ich der Geschichte, der Weltgeschichte. Er, dieser Ideale, ist es, der sich wirklich entwickelt, das heißt realisiert. Er ist der wirklich Reale, Leibhaftige, denn die Geschichte ist sein Leib, woran die Einzelnen nur die Glieder sind. Christus ist das Ich der Weltgeschichte, sogar das der Vorchristlichen. In der modernen Anschauung ist es der Mensch, das Christusbild hat sich zum Menschenbilde entwickelt. Es ist der Mensch als solcher, der Mensch schlechthin, der Mittelpunkt der Geschichte. In dem Menschen kehrt der imaginäre Anfang wieder. Denn der Mensch ist so imaginär, als Christus es ist. Der Mensch als Ich der Zeit- und Weltgeschichte schließt den Zyklus christlicher Anschauung. Der Zauberkreis der Christlichkeit wäre gebrochen, wenn die Spannung zwischen Existenz und Beruf, das heißt zwischen mir, wie ich bin, und mir, wie ich sein soll, aufhörte. Er besteht nur als die Sehnsucht der Idee nach ihrer Leiblichkeit und verschwindet mit der nachlassenden Trennung beider. Nur wenn die Idee Idee bleibt, wie ja der Mensch oder die Menschheit eine leiblose Idee ist,
ist die Christlichkeit noch vorhanden. Die leibhaftige Idee, der leibhaftige oder vollendete Geist, schwebt dem Christen vor als das Ende der Tage oder als das Ziel der Geschichte. Er ist ihm nicht Gegenwart. Nur teilhaben kann der Einzelne an der Stiftung des Gottesreiches oder, nach moderner Vorstellung von derselben Sache, an der Entwicklung und Geschichte der Menschheit. Und nur soweit er daran teilhat, kommt ihm ein christlicher oder, nach modernem Ausdruck, menschlicher Wert zu. Im Übrigen ist er Staub und ein Madensack. Dass der Einzelne für sich eine Weltgeschichte ist und bei der übrigen Weltgeschichte sein Eigentum besitzt, das geht übers Christliche hinaus. Dem Christen ist die Weltgeschichte das Höhere, weil sie die Geschichte Christi oder des Menschen ist. Dem Egoisten hat nur seine Geschichte Wert, weil er nur sich entwickeln will, nicht die Menschheitsidee, nicht den Plan Gottes, nicht die Absichten der Vorsehung, nicht die Freiheit und dergleichen. Er sieht sich nicht für ein Werkzeug der Idee oder ein Gefäß Gottes an. Er erkennt keinen Beruf an. Er wähnt nicht, zur Fortentwicklung der Menschheit da zu sein und sein Schärflein dazu beitragen zu müssen, sondern er lebt sich aus, unbesorgt darum, wie gut oder schlecht die Menschheit dabei fahre. Ließe es nicht das Missverständnis zu, als sollte ein Naturzustand gepriesen werden, so könnte man an Lenaus drei Zigeuner erinnern. Was? Bin ich dazu in der Welt, um Ideen zu realisieren? Um etwa zur Verwirklichung der Idee Staat durch mein Bürgertum das Meinige zu tun? Oder durch die Ehe, als Ehegatte und Vater, die Idee der Familie zu einem Dasein zu bringen? Was ficht mich ein solcher Beruf an? Ich lebe so wenig nach einem Beruf, als die Blume nach einem Berufe wächst und duftet. Das Ideal der Mensch ist realisiert, wenn die christliche Anschauung umschlägt in den Satz: Ich, dieser Einzige, bin der Mensch. Die Begriffsfrage, was ist der Mensch, hat sich dann in die persönliche umgesetzt: Wer ist der Mensch? Bei was sucht man den Begriff, um ihn zu realisieren? Bei wer ist überhaupt keine Frage mehr, sondern die Antwort im Fragenden gleich persönlich vorhanden? Die Frage beantwortet sich von selbst. Man sagt von Gott: Namen nennen dich nicht. Das gilt von mir. Kein Begriff drückt mich aus. Nichts, was man als mein Wesen angibt, erschöpft mich. Es sind nur Namen. Gleichfalls sagt man von Gott, er sei vollkommen und habe keinen Beruf, nach Vollkommenheit zu streben. Auch das gilt allein von mir. Eigner bin ich meiner Gewalt. Und ich bin es dann, wenn ich mich als Einzigen weiß. Im Einzigen kehrt selbst der Eigner in sein schöpferisches Nichts zurück, aus welchem er geboren wird. Jedes höhere Wesen über mir, sei es Gott, sei es der Mensch, schwächt das Gefühl meiner Einzigkeit und erbleicht erst vor der Sonne dieses Bewusstseins. Stelle ich auf mich, den Einzigen, meine Sache, dann steht sie auf dem Vergänglichen, dem sterblichen Schöpfer seiner, der sich selbst verzehrt. Und ich darf sagen: Ich habe mein Sach auf nichts gestellt.